Verehrte Hörerinnen und Hörer, der Rasenfunk. Eigentlich immer wollen wir die Menschen mitnehmen, wir wollen sie emotionalisieren, wir wollen ein Teil auch dessen sein, dass wir Freude vermitteln können, gerade auch in Zeiten, wo alles nicht so lustig und so schön ist. Das haben wir bei der EM schon gesagt. Und wenn wir ein bisschen ein Lächeln schenken können und wenn wir auch Werte darstellen können, wenn wir Vorbilder kreieren können, weil wir bereit sind, an und über unsere Grenzen zu gehen, Herausforderungen anzunehmen in allen Bereichen, dann tun wir das gerne. Alles zum deutschen Nationalteam. Hallo und herzlich willkommen im Rasenfunk, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier ist sie endlich, die lange versprochene Sendung, in der wir nochmal ausführlich auf das WM aus des deutschen Frauennationalteams blicken wollen. Und damit hallo, mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und habe hier eine ganz fantastische Runde. Ich freue mich sehr, hier zu begrüßen Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung. Hallo Anna, schön, dass du hier bist. Hallo. Außerdem Jana Lange vom Sportinformationsdienst SID. Hallo Jana. Hallo in die Runde. Und natürlich als einzige Verbliebene von uns noch auf dem australischen Kontinent. Hallo Annika, schön, dass du hier bist und schön, dass es dir zumindest ein bisschen besser geht. Du hast viele Genesungswünsche aus der Community bekommen. Weiß nicht, ob du das gesehen hast. Ach, danke schön. Das ist ja lieb. Und hallo an alle. Ja, ganz toll, dass ihr hier seid. Danke, dass ihr euch die Zeit nehmt, jetzt nach diesem Turnier nochmal kurz auf das deutsche Team zu blicken. Denn das war ein historisches Aus, ein Vorrunden-Aus, das alle Beteiligten so nicht haben kommen sehen. Ich denke, da spreche ich wahrscheinlich für uns vier und wir sprechen aber auch für den DFB und für die Spielerinnen und für die Bundestrainerin. Und deswegen würde ich auch sagen, wir lassen die ganze Vorrede, wer den Rasenfunk jetzt hört, der weiß sowieso, dass wir crowdfinanziert sind und wie man sich informieren kann, findet ihr alles in den Shownotes. Lasst uns gleich reinstarten. Anja, du darfst mal anfangen mit der ganz einfachen Frage, in großen Anführungszeichen, was sind denn jetzt die Gründe für dieses WM-Aus? Wo würdest du denn da zuerst mal ansetzen? Ja, das ist, wie viel Zeit habe ich jetzt für diese Antwort? Also ich habe jetzt, während ich noch in Australien ja war, wie Annika auch bis zum Finale, trotz des deutschen WM-Aus, immer wieder darüber nachgedacht, wie diese WM wohl verlaufen wäre für die Deutschen, wenn sie in der Vorrunde, und das ist mein erster Eindruck, vielleicht weniger Leichtigkeit haben walten lassen. Also es fiel zwar in den Aussagen nicht, natürlich nicht, sondern da war das Übliche, man nimmt jeden Gegner ernst und so weiter, aber man muss letztendlich schon, glaube ich, sagen, dass der Eindruck ein anderer war, wie dieses Team rangegangen ist an diese Gruppe und wie man aufgetreten ist, weil wenn am Ende eingestanden wird, dass der große taktische Plan war, lange Bälle auf Alex Popp zu schießen und man dann sehen konnte, dass es auch nicht wirklich eine Alternative gibt, die greift, dann muss man ja letztendlich feststellen, dass eine gewisse Überheblichkeit im Spiel war, wenn man dachte, das reicht. Und das hat mich auch in gewisser Weise überrascht, weil ich bisher eigentlich das Trainerteam so eingeschätzt habe, dass man genau das eben nicht macht, sondern dass man sich entsprechend vorbereitet auf so eine Weltmeisterschaft, weil ja auch der Erwartungsdruck, das wurde ja oft genug gesagt, und das war ja auch so, ein deutlich größerer war, als EM-Finalist jetzt zu diesem Turnier nach Australien anzureisen. Aber letztendlich dachte man wohl, dass das ausreicht. Ich weiß jetzt nicht, ob dann ab der K.O.-Phase noch mehr gegriffen hätte, aber warum das nicht schon vorher anwenden? Und dieses Auftreten war ja so erschreckend. Also ich kann das ehrlicherweise noch immer nicht glauben. Ich habe auch schon gesagt, wenn ich jetzt dann ein bisschen mehr Zeit habe, will ich mir dieses Gruppenspiel gegen Kolumbien und das Spiel gegen Südkorea vor allem nochmal in Ruhe angucken, weil man ist ja tatsächlich, wenn man im Stadion ist und man schreibt und man ist so in diesem, okay, was ist jetzt die Geschichte, was ist hier gerade passiert, mit wem spricht man gleich, wie fasst man das auf, da nimmt man das schon noch ein bisschen anders wahr. Und das einfach nochmal ganz in Ruhe anzugucken, um nochmal vor allem bei Südkorea irgendwie greifen zu können, wie ein ganzes Team von so einer Unsicherheit erfasst werden konnte und überrascht werden konnte von diesem souveränen Auftreten der Südkoreanerin. Das will ich mir, glaube ich, einfach noch mal antun, um vielleicht besser nachzuvollziehen können, was da passiert ist. Aber ja, also das wäre eine Antwort von mir, eben so eine irgendwie Überheblichkeit, Unvorbereitetheit, schlechte Vorbereitung so rum. Mhm. Das sind zwei Aspekte, die ich jetzt für mich eigentlich so ausmachen würde.
Habt ihr anderen beiden das denn auch so vor Ort empfunden? Und könntet ihr erklären, woher eine solche Überheblichkeit käme? Denn aus den überzeugenden Testspielen kann es ja eigentlich nicht herrühren vor der WM. Wenn ich anschließen wollen würde, wäre das eher bei der Verunsicherung, weil das so ein Punkt ist, der mich sehr angesprungen hat. Ich würde sagen, das ist ja schon eher dann über die Vorbereitung auch mit zu erklären. Wenn man jetzt mal so grob sagen würde, man geht davon aus, oder ich würde davon ausgehen, dass du ein Turnier vor allen Dingen dann gut und lange bestreiten kannst, wenn du eine, sagen wir mal, Defensivstabilität mitbringst. Und damit meine ich jetzt nicht ausschließlich die Vierer- oder Dreierkette, wie auch immer, sondern halt als kompaktes Team auftrittst. Ich denke, das haben England und Spanien beide irgendwo gezeigt. Und ich würde sagen, dass die deutsche Auswahl das sozusagen hat auf dem Weg zur WM vermissen lassen. Das hat sie bei der letzten EM ausgezeichnet, dass sie als Team sehr, sehr stark gegen den Ball gearbeitet haben und sich sozusagen von da aus ihre Sicherheit geholt haben und ihr Spiel aufgezogen haben. Und ich finde, ist es zumindest ein Erklärungsansatz, der mir ins Auge springt, dass das sozusagen im Vorlauf zur WM nicht passiert ist. Also da hat es gekrankt aus unterschiedlichsten Gründen. Ist ein sehr komplexes Thema, glaube ich. Und das hat sich sozusagen mit in die WM geschleppt. Und dann traten da noch weitere Probleme auf sozusagen. Also kurz vor der WM dann noch eine Defensivspielerin mit Caro Simon ausgefallen. Dann Marina Hegering verletzt ins Turnier gegangen. So wurde es dann. Aus einer ohnehin schon vorhandenen Baustelle wurden dann immer mehr Baustellen. Und ich finde, das ist zumindest für diesen Punkt, dieser allgemeinen Verunsicherung, eine relativ deutliche These, dass man sagen kann, dass es da grundsätzlich gekrankt hat und dass es nicht gelungen ist, da eine Lösung zu finden, weder vorm Turnier noch im Turnier. Und dann muss man natürlich auch, das werden wir ja wahrscheinlich noch tun, ein bisschen kritisch hinterfragen, wie die Lösungsansätze waren, für die man sich entschieden hat, gerade in der Viererkette da die Probleme zu lösen. Und ja, meine These ist, dass es sich sehr viel daraus begründen lässt, dass auch quasi dann im Ballbesitzspiel und im Aufbauspiel vieles daran letztendlich krankte, dass es da ein grundsätzliches Problem gegeben hat. Ich würde dem allen zustimmen und vielleicht nur ergänzen, dass so bei der Vorbereitung oder so dieses ganze Jahr seit der EM bis hin zur WM-Vorbereitung ja irgendwie defensive Probleme auch schon da waren und in manchen Spielen sehr, sehr offensichtlich geworden sind. Und die wurden aber nie so richtig klar, also zumindest in der Öffentlichkeit nie so richtig klar und deutlich angesprochen, sondern das wurde eigentlich, also wenn danach gefragt wurde, so, dann wurde das ja eigentlich immer so ein bisschen beschönigend weggewischt mit, naja, letztes Jahr sah ja auch alles nicht so toll aus zum Vorlauf zu der EM und wir kriegen das schon wieder irgendwie hin. Und dann waren es irgendwie 6 Monate vorher und das waren immer noch die gleichen Aussagen. Und dann waren es 3 Monate vorher und das waren immer noch die gleichen Aussagen. Das hat sich aber nur ganz minimal tatsächlich irgendwie was verbessert an der Art, wie gespielt wurde. Und ich glaube, dass dann so aus diesem falschen Selbstverständnis oder Selbstbewusstsein, das aber dann ja eigentlich keins ist, also weil das ja irgendwie auf so einem nicht besonders guten Fundament fußt, wie ihr beide das ja jetzt gerade auch schon erklärt habt, dann ist irgendwie klar, wenn es dann beim Turnier selber nicht funktioniert, dass es dann ganz schnell irgendwie in sich zusammenfällt und dann noch lauter andere Punkte dazukommen. Was ich aber super interessant finde, also das ist auch das, was mich im, kann man das sagen, also es fasziniert mich, auch wenn es nichts Positives ist jetzt, aber es fasziniert mich total, dass dieses Team, was ja eigentlich nicht, also diese Abwehrproblematik ganz klar, das hat auf jeden Fall viel Unsicherheit reingebracht, aber das Team an sich ist ja ein im Vergleich zur EM ein starkes geblieben in der Besetzung. Und weiß ja auch, wie man mit solchen Situationen umgeht und dass dann auf diesem sehr, sehr guten Fundament des EM-Finals, dass da eben dieser nächste Schritt nicht gegangen werden konnte. Das ist eigentlich das, was mich auch so
vielleicht psychologisch oder wie auch immer man das jetzt einordnet, in welche Kategorie, was mich am meisten fasziniert. Und da spielen aber natürlich diese Abwehrprobleme, die Annika und Jana jetzt beide benannt haben, eine entscheidende Rolle wahrscheinlich. Sehe ich 100% genauso, ist auch was, was mich immer wieder beschäftigt. Gleichzeitig habe ich mir jetzt nochmal den Spaß gemacht, zu gucken, wie die deutsche Mannschaft sozusagen in der Abwehr sich auf dieses Turnier vorbereitet hat, in welchen Formationen man da gespielt hat. Und da ist mir halt tatsächlich aufgefallen, eine Abwehrformation hat sich wiederholt aus dem November und dann nochmal im April. Sonst war keine Abwehrformation wie die andere. Also da wurde, wenn man so will, wahrscheinlich auch viel aus der Not heraus sozusagen viel probiert und umgestellt, so dass man da relativ klar schon sagen kann, wo soll eine Sicherheit herkommen, wenn man sozusagen aus den unterschiedlichsten Gründen immer wieder anders versucht, Dinge zu machen. Und dann muss man ja noch dazu sagen, dass es ja klares Ziel war von Martina Voss-Tecklenburg, die gesagt hat nach der EM, wir dürfen nicht mehr so eindimensional sein. Wir müssen auch ein richtiges oder mehrere Konzepte haben, wie wir Gegner vor Probleme stellen können. Und das finde ich in sich, an sich ist das ein hehres Ziel natürlich. Nur muss man halt gucken, man hat relativ wenig Zeit zwischen diesen zwei Turnieren. Dann hat sie versucht, den Spagat zu gehen zwischen nicht zu viel belasten, sprich auch auf die Belange der Clubs eingehen, die sagen, hier Wolfsburg, Bayern, wir spielen auf 3 Hochzeiten, unsere Spielerinnen sind am Limit, völlig verständlich. Und dann willst du diesen Spagat gehen aus, wir können fast nie mit der Stammelf oder der vermeintlich besten Elf spielen, wollen aber gleichzeitig taktisch gesehen neue Dinge reinbringen. Und am besten die dann auch perfektionieren in kürzester Zeit, sodass wir mit relativ viel Selbstbewusstsein in ein großes Turnier gehen, wo wir als Turnierfavorit gelten, wo ein gewisser Druck auf uns herrscht, weil viel mehr Leute schauen hin. Ich finde das Konzept an sich schon sehr fragil. Und dann muss halt aus meiner Sicht sehr viel richtig laufen, damit das funktioniert in der Kürze der Zeit. Und zumal ich glaube, ganz kurzer Einwurf, zumal ja, mit verändertem Trainerteam. Genau, das kommt auch noch dazu. Das hat die Sache, glaube ich, auch nicht vereinfacht, dass du quasi nach der EM dann auch noch zwei Schlüsselpersonen aus dem Trainerstab ersetzen musstest. Das, also allein dieses System auch dahinter, zu versuchen, diesen Weg zu gehen, unter diesen Umständen, dann immer noch mit anhaltenden Verletzungsproblemen. Klar, im Nachhinein sind wir alle immer schlauer, aber ich finde, alleine das ist schon vielleicht das, was Anna auch sagte, so ein bisschen Verkennen der Realitäten und so ein bisschen sich selber überschätzen irgendwo, dass das theoretisch ein guter Plan ist, aber praktisch schwer umzusetzen ist. Vielleicht haben sie es auch irgendwann auf dem Weg gemerkt, wäre zumindest irgendwie eine Erklärung dafür, warum man dann im Juni bei den letzten Testspielen auf einmal Svenja Huth als Rechtsverteidigerin aufgestellt hat. Weil das hatte sich ja vorher gar nicht angedeutet. Das spricht so ein bisschen dafür, dass sie gemerkt haben, dass das, was sie versucht haben, mit dem Personal, wie sie es versucht haben, ihm offensichtlich nicht so gut gefallen hat oder ihnen aufgefallen ist, dass das für ein Turnier vielleicht nicht ihren Ansprüchen genügt. Das ist was ich grundsätzlich kritisieren würde, dass da so ein bisschen der Anspruch und Realität nicht zueinander gepasst haben und das zumindest vielleicht auch etwas ist, was der Mannschaft ja selber auffällt, dass da grundsätzliche Ideen geherrscht haben, die sozusagen mit dem, wie man es versucht hat, anzugehen, nicht kompatibel waren und dann sozusagen irgendwann ist die Zeit davon gelaufen und dann passte das eine nicht mehr zum anderen. Und das wäre dann so ein Faktor, der sicherlich auch was mit der Dynamik macht, mit der Mentalität macht, mit der Mannschaft sehr viel macht. Also könnte man vielleicht versuchen zusammenzufassen, dass man versucht hat, den zweiten Schritt zu gehen nach der EM, obwohl das Fundament des ersten Schrittes noch vielleicht gar nicht so stabil war, wie die ergebnistechnisch gute EM einen Glauben gemacht hat, was aber ja auch gleichzeitig zeigt, wie komplex das ganze Thema ist, Annika, denn wir haben ja im ersten Kurzfazit
genau diese fehlende Weiterentwicklung, also diesen vermeintlichen zweiten Schritt, angesprochen. Also einerseits sagen wir ja auch, es hätte hier noch einen Plan B geben müssen und wir sagen aber gleichzeitig, man hätte auch eingespielt sein sollen. Also es zeigt ja schon, wie schwierig es oft ist, viele Dinge zusammenzubringen und warum wir wahrscheinlich auch für diese Analyse noch ein bisschen länger brauchen werden als jetzt diese bisherigen 15 Minuten. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, dass es jetzt nicht zwei Dinge sind, die sich komplett ausschließen. Also definitiv braucht man für so eine Weiterentwicklung sehr viel mehr Zeit. Und ich glaube, es ist zwischendurch auch einfach mehr schiefgelaufen, als man vielleicht so gedacht hat, durch Verletzungen oder Spielerinnen, die dann kurzfristig mal nicht zur Verfügung standen, aus Gründen der Schonung. Und ich glaube, man darf halt aber irgendwie auch nicht vergessen, dass halt die EM, so toll die war mit dem Finale und allem, also da, aber da hat ja alles gepasst. Also da ist ja irgendwie alles perfekt zusammengekommen. Du hast auf den Punkt Spielerinnen auf einmal gesund zurückbekommen und die waren sofort in Topform. Also wann hat man das denn schon mal, dass das nicht selbstverständlich ist, hat man jetzt bei der WM bei Alexia Putellas zum Beispiel gesehen. So. Und bei Alex Popp und Marina Hegering hat das aber funktioniert. Und ja, ich glaube, Dinge, die halt irgendwie letztes Jahr vielleicht besser gelaufen sind, als sie das im Durchschnitt tun, sind vielleicht dieses Jahr schlechter gelaufen, als man das so erwarten kann. Und trotzdem ist da definitiv, wie Jana gesagt hat, auch irgendwie so eine gewisse, ja, Fehlkalkulation dann an irgendeiner Stelle. Also so was sehr Ambitioniertes innerhalb eines doch sehr, sehr vollen Jahres machen zu wollen. Ich bin auch sehr der Ansicht, dass das sehr komplex ist, das jetzt insgesamt dann zu sagen, das und das und das war's oder dass sehr viele Faktoren damit reingespielt haben. Was ich aber gleichzeitig dann eklatant finde, ist dieser Unterschied zu den Engländerinnen. Also weil da gibt es ja viele Faktoren, die ähnlich waren. Die hatten auch Ausfälle, sehr entscheidende Spielerinnen, Beth Mead, Fran Kirby, Leah Williamson, während des Turniers ist Kira Walsh ausgefallen, Lauren James rot gesperrt und Sarina Wiegmann, die eigentlich dafür bekannt ist, immer, oder bei der EM stach das ja auch sehr heraus, immer am liebsten der gleichen Startelf zu vertrauen, ihr System nicht umzustellen. Die hat es dann geschafft, und da war ja auch nur ein Jahr zwischen EM-Titel und jetzt WM-Finale, taktisch anzupassen, auch während des Turniers und sich umzustellen, selbst auch in ihrer Auffassung, wie sie am liebsten in so ein Spiel geht. Und das ist für mich, also da dachte ich im Finale auch tatsächlich daran. Also natürlich sind das nicht exakt die gleichen Faktoren, die bei beiden Teams reingespielt haben, aber da ist es gelungen, auf personelle Ausfälle während des Turniers zu reagieren, taktisch flexibel zu bleiben. Und die beiden Teams waren ja im EM-Finale. Also diese unterschiedliche Entwicklung, was ist passiert nach dieser EM, die finde ich ist halt im Vergleich zu England dann besonders, besonders deutlich, wie viel da verpasst wurde. Das, genau den gleichen Gedanken hatte ich auch tatsächlich und habe dann eben auch nochmal so ein bisschen in der Vorbereitung durchgeklickt, wie Sarina Wiegmann sozusagen ihre WM-Vorbereitung aufgestellt hat. Und klar, ne, bis auf die bekannten Verletzungsprobleme kannst du da tatsächlich sehen, dass da sehr wenig rotiert wird. Also auch die hat ja Spielerinnen von Champions-League-Vereinen in ihrer Mannschaft, hochbelastete Spielerinnen, aber das ist ja auch so ein bisschen Wiegmanns Stil. Die verändert relativ wenig. Also klar, im Turnier hat sie dann umgestellt, auch weil sie musste, und das hat tatsächlich recht gut funktioniert. Aber da kann man auf jeden Fall einen Unterschied sehen in der Vorbereitung, dass Wiegmann, also klar, andere Umstände, verstehe ich, aber da wird relativ wenig verändert in dem personellen Bereich. Und wo man dann wahrscheinlich dann auch ganz klar sagen muss, Deutschland fehlt dann wahrscheinlich in auf Schlüsselpositionen auch so eine gewisse Tiefe im Kader. Also das ist ja nicht ohne Grund, dass dann sozusagen im Südkorea-Spiel im Prinzip dann auf den beiden Außenverteidigerinnen-Positionen Spielerinnen spielen, die dann nicht ihre Stärke haben. Also dann ist man da wahrscheinlich auch irgendwann ist die Decke dann
auch vom Niveau her dünner, wenn man es vergleicht, übereinander legt. Und dann muss man halt auch ganz klar sagen, auf höchstem Niveau wird dir das dann auf die Füße fallen. Und höchstes Niveau beginnt in dem Fall dann auch tatsächlich, wenn ich gegen den Weltranglisten 25. aus Südkorea spiele. Weil das müssen wir ja nun mal nach dieser WM festhalten. Also was spielerisches Niveau angeht, auch Physis angeht und halt auch taktische Ideen, da kannst du dich nicht mehr ausruhen in solchen Spielen. Also da musst du diese Spiele angehen mit absolutem Fokus und da wird es dir auf die Füße fallen, sobald dein Gegner bei dir Schwächen ausmacht. Und wir wissen alle, wie Colin Bell sich nach dem Spiel geäußert hat über Deutschlands Außenverteidigerinnen, die keine Außenverteidigerinnen sind. Und wie wir das finden, kann man jetzt ja mal dahingestellt lassen. Aber es ist ja offensichtlich, dass du Deutschland in dieser WM-Vorbereitung dir angucken konntest oder auch in den ersten WM-Spielen und du konntest, glaube ich, immer gut Stellen ausmachen, die dazu führen würden, dass du Ansatzpunkte hast, dass du deiner Mannschaft was mitgeben kannst, wo sie ansetzen können. Und dann hattest du halt sozusagen noch den zusätzlichen Effekt, dass die Mannschaft sich halt offensichtlich schnell verunsichern lassen. Also, oder zumindest auch den Fokus verloren hat, wenn man sich jetzt, ich nehme jetzt mal das Marokko-Spiel so ein bisschen raus, aber wenn man sich halt die Spiele, Deutschland-Spiele gegen Kolumbien und Südkorea anguckt, finde ich, dass man beiden gegnerischen Mannschaften da sagen, attestieren kann, dass sie wussten, was sie tun und wie sie Deutschland sozusagen verwunden können. Und ja, das ist halt was, wo ich sage, das ist der Unterschied zu England, dass da sozusagen die Personaldecke auf jeden Fall dünner ist und das wiegt man in der Vorbereitung auf jeden Fall einen anderen Ansatz personell verfolgen konnte, wollte, beides. Das würde mich mal interessieren, Max, wie du das gesehen hast mit der Tiefe. Also du hast ja wahrscheinlich von uns tatsächlich, oder ich weiß nicht, wie es bei Annika war, aber was jetzt die Breite der WM-Spiele angeht, hast du, glaube ich, einen tieferen Eindruck gewinnen können als jetzt wir, weil im Turniertunnel mit Blick auf die Deutschen. Also das, was Jana gerade angesprochen hatte mit dieser Tiefe des Kaders und Alternativen, wir müssen ja nicht alle WM-Teams nehmen, aber vielleicht diejenigen, die wir zu den Top-Teams zählen. Wie ist denn da deine Beobachtung gewesen während des Turniers? Es ist so schwierig, weil wenn man sich nur die Einzelspielerinnen anguckt, dann ist jede Einzelspielerin im deutschen Kader, und damit meine ich nicht nur die ersten 11 Positionen, sondern auch die Ersatzspielerinnen, eigentlich können die auf einem Niveau spielen, wo man sagt, das müsste eigentlich reichen. Im Zusammenspiel hat das aber halt nicht funktioniert. Und ich hatte ja auch schon den Gedanken, also angeblich hat man ja Svenja Huth schon seit Januar vorbereitet auf diese Rechtsverteidigerposition und wir haben es halt dann erst mitbekommen mit den letzten Testspielen vor der WM. Und da haben wir hier noch in der Vorschau noch drüber diskutiert, hätte man da nicht vielleicht noch nicht nur eine Paulina Krumbiegel nachnominieren sollen, sondern vielleicht auch noch eine Ellie Gudorf oder andere Namen würden einem ja auch noch einfallen. Und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, Es stimmt zwar, dass da positionsfremde Spielerinnen gespielt haben und das war wahrscheinlich ein Teil der Verwirrung. Ich glaube aber ehrlicherweise, wenn wir jetzt über die Rechtsverteidigerinnen-Position sprechen, war es eher ein Problem, dass Svenja Huth nicht vorne gespielt hat, weil halt ihre Flanken auf Alex Popp halt eine ganz andere Art des Timings haben und die beiden viel besser aufeinander abgestimmt sind. Also ich fand nicht, dass sie, defensiv hatte sie natürlich auch ihre Stellungsfehler drin, kann man vielleicht auch nicht anders erwarten bei so einer kurzfristigen Umstellung, aber ich fand eher, dass sie offensiv gefehlt hat. Und was mir aber im Vergleich mit anderen Teams vor allem aufgefallen ist, war, dass du hast Einwechslungen sehr wenig gemerkt bei dieser WM. Das war vor 4 Jahren komplett anders. Da hast du bei manchen Teams ganz deutlich gemerkt, wenn die wechseln mussten aus konditionellen Gründen, meine Spielerin konnte nicht mehr weitermachen und es kommt dann ihr Ersatz, dann ist manchmal ein richtiger Bruch im Spiel gewesen. Es gab Teams, die dann in der Vorrunde dann ihre Spiele erst verloren haben. Da gab es ja auch viele knappe Ergebnisse, wo oft die Tore spät gefallen sind. Das war bei dieser WM gar nicht mehr so. Die Spielerinnen kamen und es lief einfach weiter und das war jetzt nicht nur beim irgendwie Everybody's Darling Japan so, sondern das ist mir bei vielen, vielen Teams aufgefallen, gerade auch bei den afrikanischen Nationen. Und was aber alle Teams gemein hatten und was dann Deutschland, also es hört sich bitter an, aber in meinem Eindruck war es so, Vietnam, Deutschland, das waren die beiden Teams, die, wenn sie einen Rückstand erhalten haben, nicht mehr zurückkommen konnten. Also wo du das Gefühl hattest, das erste Tor hat es entschieden und hat irgendetwas in diesem Team
ja, irgendetwas gemacht, wo man nicht so genau sagen kann, ist das jetzt taktisch, mental und so weiter, da bewegen wir uns so im Graubereich. Und das, fand ich, war der größte Unterschied von Deutschland zu anderen Teams. Gar nicht die individuelle Qualität, denn das hätte locker fürs Achtelfinale reichen müssen eigentlich sogar, sondern eben dieses Widerstands- oder Probleme, Widerstand zu leisten. Und zwar auch nicht nur in einzelnen Duellen, sondern auch taktisch. Ich meine, schauen wir uns die Engländerinnen an, wie knapp die gegen Nigeria vorm Ausscheiden waren und wären eigentlich auch verdienterweise ausgeschieden, muss man ehrlicherweise sagen. Aber sie ziehen dieses Spiel und ziehen dann aber auch das Bewusstsein daraus, wenn wir das schaffen, schaffen wir alles. Und schauen wir uns Deutschland an, dieses, also was mich wirklich sprachlos gemacht hat, das war der erste Moment, wo ich dachte, krass, ich glaube, die gehen raus, war das 1:2 gegen Kolumbien in der Nachspielzeit bei einer Ecke. Weil das hätte ich nie im Leben erwartet, dass jemand auch so frei in einer reinen Raumdeckung zum Kopfball kommt, bei einem Team, wo du weißt, dass die gut nach Standards sind. Das war der erste Moment, wo ich mir dachte, wenn sowas passiert, dann kannst du auch gegen Südkorea ausscheiden. Aber trotzdem hätte ich vorher immer noch auf Deutschland getippt. Also ja, das sind jetzt mal meine Gedanken dazu. Aber Jana hat sich auch schon gemeldet. Ja, ich wollte nur ganz kurz einschränkend zu meinem Beitrag eben sagen. Ich wollte nicht sagen, dass quasi zum Beispiel Svenja Huth eine schlechte WM gespielt hat oder ich ihr das nicht zutraue, diese Position zu bespielen. Ich wollte nur sagen, auf dem allerhöchsten Niveau hast du halt nicht sozusagen Verteidigerin A, B und C, die du sozusagen einwechseln könntest, sondern du musst dann halt puzzeln, fängst dann an zu puzzeln, dann kommt halt, wie gesagt, für Felicitas Rauch kommt dann eine Chantal Hagel, die kommen muss, weil Caro Simon verletzt ist, sozusagen als etatmäßige Linksverteidigerin, die da vorgesehen war. Das ist halt nicht gegen diese Spielerin gemünzt, sondern sozusagen, dass die Decke an Fachpersonal, wenn man so will, einfach dünner ist als bei anderen Top-Teams, so wollte ich das nur kurz nochmal rückwirkend einordnen, also dass mir das aufgefallen ist. Ja, und ich finde auch irgendwie schon, dass man trotzdem auch über die Qualität der Spielerin in der Breite sprechen muss oder wie das, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hatte, die Qualität in der Spitze in der Breite. Vielleicht war das der Herr Schatzi Alexio. ja. Ja, also es ist eine seltsame Formulierung, aber ich finde, da ist was dran. Also weil wenn man sich unsere Liga anschaut, dann haben wir Wolfsburg und Bayern München und mit Abstrichen Eintracht Frankfurt und man hat aber bei Frankfurt halt schon immer das Gefühl, dass die halt wirklich 110% reinballern müssen, um halt irgendwie da dran zu kommen aktuell noch, also weil die sich gerade noch auf dem Weg befinden, da dran zu arbeiten. Und dann hinter Platz 4 und 5 ist halt, also klafft halt in der Liga einfach diese riesengroße Lücke in der Tabelle. Aber es ist halt auch ein Unterschied, wenn man sich da Partien anguckt, finde ich. Und wenn man das dann vergleicht mit Spielen, die man in England guckt, zwischen Mannschaften, die da halt irgendwie so hinter den oberen Plätzen dranhängen und so im Mittelfeld sind und aber eigentlich gerne nach oben wollen, oder auch in Spanien oder auch in Frankreich, dann muss ich sagen, ist da teilweise die Qualität tatsächlich einfach höher als in Deutschland. Was die Technik anbelangt, aber auch was taktische Feinheiten anbelangt zum Beispiel. Und gerade aber auch so, was dieses Widerstands, gegen Widerstände gehen oder sich durchsetzen wollen, so eine gewisse Bissigkeit oder Gier oder so angeht, das vermisse ich manchmal auch in der Bundesliga. Also das hat dann ja auch mit so Aussagen zu tun von, ja, uns ist irgendwie klar, wir kommen an die Top 2 nicht dran oder so. Das fängt dann ja schon damit an, dass Vereine irgendwie sagen, wir haben kein Geld oder vielleicht auch einfach keine Lust, wenn es jetzt Männer-Bundesliga-Vereine sind, irgendwie noch weiter Geld da reinzustecken, um halt irgendwie uns da weiter ranzukämpfen und so. Und dann entsteht dadurch aber ja auch irgendwie so eine gewisse Vereinskultur, nenne ich das jetzt mal. Also ich weiß, dass jetzt vieles davon sehr überspitzt ist, aber dass man halt irgendwie dann eher sagt so, man gibt sich jetzt mit irgendwas zufrieden. Spielerinnen betrachten dann vielleicht gewisse Vereine auch nur so als Durchlaufstation und wenn es gut läuft, wechseln sie danach nochmal woanders hin und so. Und das ist sicherlich sowas, was es in einem gewissen Maß in jeder Liga gibt, aber ich finde in Deutschland, in der Bundesliga, das im Vergleich sehr auffällig, dass es halt einfach immer so super nett zugeht in der Liga, was sehr Schönes ist, aber so dieser sportliche Wettbewerb, so dieses leichte sich mal anfrotzeln irgendwie, mal anecken, mal eine Kampfansage raushauen, das gibt's doch irgendwie viel zu selten, oder? Oder bin ich jetzt irgendwie die Einzige, die das so sieht? Nee, das stimmt schon.
das stimmt schon. Ich habe gerade nur gedacht, das eine ist ja was sehr Strukturelles, das, was du gerade beschrieben hast, was sicherlich mal einer grundsätzlichen Analyse ebenso bedarf, beziehungsweise die hat der DFB ja mit seiner Strategie schon angegangen. Aber ich finde dann immer noch, wenn wir jetzt dieses Turnier nochmal angucken und den Kader an sich, wo du viele Champions-League-erfahrene Spielerinnen hast, es gab ja auch immer einen großen eingespielten Block hinten der Wolfsburgerin oder vermeintlich eingespielten Block. Du hast mit Bayern international erfahrene Spielerinnen und eben auch viele, die ja bei der EM schon erlebt haben, was das heißt, so weit zu kommen und wie du auftrittst und so weiter. Und dass dann aus diesem Paket, was du schon hast, eben mit dieser Erfolgsvorgeschichte, dass es dann nicht gelingt, eine bessere WM zu spielen, da kommen wir wieder auf den vorigen Punkt, aber das finde ich quasi abseits von diesen strukturellen Problemen, die sicherlich an der Basis liegen, aber das finde ich so erstaunlich, weil ich meine, man muss nochmal sagen, die DFB-Frauen sind in der Vorrunde ausgeschieden. Also das ist schon, ich finde das schon krass, wenn man gerade drauf guckt, was für Spielerinnen da sind. Und das ist eben genau das Ding. Also wie kann das passieren? Wie kann man sich taktisch dann nicht besser aufstellen? Wie kann man nicht besser auf die Ausfälle reagieren oder dann zumindest den taktischen Plan so anpassen, dass es ist, okay, wir spielen jetzt solide, aber sowas wie die Ecke vor dem 1:2 gegen Kolumbien kommt halt nicht zustande, weil wir stellen die Spielerin so und so ein. Oder dann bringt uns nicht zu einer Niederlage, dass ein Rechtsfuß statt ein Linksfuß die Ecke tritt. Also da sind ja Sachen passiert, wo ich mich frage, wie kann das passieren mit dem Anspruch, mit der EM, die man vorher gespielt hat? Und das finde ich eben, abgesehen von diesem Vergleich, wie ist eigentlich die Spielerinnenbasis, die man hat, wie viel Tiefe ist das, da denke ich mir, okay, aber aus dem Paket, was du hattest, hätte man ja viel mehr holen können. Ja, natürlich, auf jeden Fall. Ich stimme dir dazu. Ich glaube halt, dass sich beides trotzdem irgendwie miteinander bedingt, weil es gibt ja dann Gründe dafür, warum man als Trainer in einem Team halt sagt, wir lassen Svenja Huth nicht auf ihrer stärksten Position spielen, also nur jetzt wieder als Beispiel, sondern ziehen sie halt irgendwie nach rechts hinten, anstatt irgendjemand anderes dafür zu nominieren, die das in der Liga halt Tag ein, Tag aus spielt. Also dann wird da ja offensichtlich ein Qualitätsgefälle wahrgenommen, dass man das den anderen, die da auf der Position aus unserer Sicht in Frage kommen würden, dass man die nicht als gut genug betrachtet. Und dann fängt man an zu verschieben. Und dann muss man halt nicht nur die Ausfälle kompensieren, sondern man muss halt auch diese Positionsverschiebungen anfangen zu kompensieren. Und dann schleichen sich halt genauso dämliche kleine Fehler ein. Ich will jetzt nicht zu lange auf diesem Rechtsverteidigerinnen-Thema rumreiten, nur weil ich mir die Mühe gemacht hatte, es rauszusuchen. Wir hatten dieses Jahr 5 deutsche Testspiele. In den ersten 3, und das passt ganz schön zu dem, was Max eben gesagt hat, von wegen Svenja Huth weiß seit Jahresbeginn, dass das auf sie zukommen könnte. In den ersten 3 Spielen hat jeweils Sophia Kleinherne diese Position gespielt. Und das passt dann auch wieder zu dem, was Annika gesagt hat. Offensichtlich wollte man diesen Weg gehen und hat dann doch irgendwann gemerkt, dass man ihn nicht mehr beschreiten möchte. Und das ist zumindest, finde ich, eine interessante Beobachtung, dass man quasi eine Spielerin sozusagen, auf die man setzt, auf die man dann auch plötzlich nicht mehr setzt. Und das, glaube ich, alles so Prozesse, die ja diese Mannschaft mit beeinflusst haben und dann genau zu diesem toxischen Gesamtcocktail, wenn man das so nennen möchte, vielleicht am Ende geführt haben. Weil klar, niemand kann ahnen, dass sich dann im Turnier auch noch Felicitas Rauch verletzt, dass sich dann auch noch Sarah Dorsun verletzt. Also es ist natürlich schon immer sehr viel noch on top gekommen. Aber diese langfristigen Beobachtungen, die ja, die gehören ja trotzdem mit ins Bild. Und ich finde, da kann man zumindest mal kritisch hinterfragen, ob das so der Weg hätte sein müssen. Oder wenn Svenja Huth weiß, dass sie das spielen soll, ob es dann nicht dann doch zum Beispiel mehr Sinn gemacht hätte, dass diesen Schachzug sozusagen vorher schon mehr einzuüben. Und das finde ich, ist zumindest eine der Fragen, die man im Nachhinein sozusagen stellen muss. Hat man versucht, aus dem Personal, das man hat, das Optimale rauszuholen, oder ist es dann letztendlich dann doch sehr in Experimentiermodus abgerutscht,
zu kurz vorm Turnier allen Verletzungsproblemen sozusagen zum Trotz. Also ich finde, dass dieser Mannschaft sichtbar so dieses Selbstverständnis abhanden gekommen ist, und das hat weniger was mit direkt individueller Qualität zu tun, die ohne Frage vorhanden ist. Das ist quasi, wenn man so will, so ein bisschen das Spiegelbild zu dem, was wir gesagt haben, bei der EM ist vieles zum Selbstverständnis geworden und zum Selbstläufer, wenn man so will. Und diesmal war es im Prinzip sowas wie ein Abwärtsstrudel. Und ich fand auch den Punkt von dir, Max, sehr interessant, dass die deutsche Mannschaft sozusagen eine ist, wo man das Gefühl hat, sobald sie in Rückstand gerät, gibt es dann Probleme sozusagen, dann findet die Mannschaft selten zum Matchplan oder den Matchplan, den sie braucht und das Selbstverständnis, das sie braucht. Weil das ist etwas, wo ich sagen muss, das ist etwas, das kenne ich schon länger von dieser Mannschaft. Das ist ein bestehendes Problem und das passt so ein bisschen zu der Beobachtung in der kurzfristigen Analyse danach, als die Bundestrainerin und Jyoti Schatzi-Alexu dann nochmal eine PK zusammengegeben haben, wo immer wieder sozusagen das Problem ausgemacht wurde, die Mannschaft sei nicht in der Lage, mit diesem Druck umzugehen, als plötzlich Titelverteidiger wieder zu gelten. Und das, da bin ich tatsächlich auch hellhörig geworden, weil ich das auch ein bisschen, seltsam finde, das wiederholt sozusagen in den Vordergrund zu stellen, weil ich finde, auch für diese Rolle hatte die Mannschaft ja, oder hatte das Trainerteam ja auch genug Zeit, die Mannschaft da auf dem Weg zu betreuen und genau das vorzubereiten, weil das ist ja nicht über Nacht entstanden, das war ja ein gewisser Prozess. Und das ist dann auch wieder so ein Punkt, spielt das dann auch damit rein, wenn diese Mannschaft in Rückstand gerät, dass dann sozusagen dieses Druckthema nicht ordentlich quasi mit der Mannschaft bearbeitet wurde. Und vor allen Dingen, wieso stellt man das hinterher so dar, als sei das ein unveränderlicher Fakt, als wäre das sozusagen ein Charaktermerkmal dieser Mannschaft? Also finde ich auch schwierig, so, ne, das als Begründung so kurzfristig auszumachen und zu sagen, ja, was sollen wir denn da machen? Ja, die Spielerinnen können es halt nicht, war das quasi verklausuliert. Genau, sorry. So klang das halt so ein bisschen. Ich meine, ich habe Verständnis für Überforderungen nach so einem historisch schlechten Ausscheiden, dass man sich da teilweise auch schwer tut, sofort super Analysen aufzustellen. Aber das war mir so hängen geblieben aus dieser Pressekonferenz, dass das immer wieder sozusagen zu diesem Thema zurückführte, dass die Mannschaft mit dieser Rolle hätte nicht umgehen können. Und da möchte ich auch hinterfragen, wie das sein kann und ob das nicht auch quasi mit zum Job gehört, dass man genau das mit bedenkt und dass ein Rückstand in einem Spiel nicht eine Mannschaft umwerfen darf in dem Sinne. Weil, wie gesagt, wenn ich mich an 2019 erinnere, war das ja irgendwie gefühlt auch so ein bisschen mit, so dass wenn Gegentore gefallen sind, quasi zu diesem Zeitpunkt, da war das auch so, dass die Mannschaft dann so ein bisschen den Faden verloren hat. Und das würde ich zumindest mal herausarbeiten, darf ja eigentlich so nicht sein. Und das ist auch nicht ein Problem des Teams an sich, sondern das ist etwas, was man gemeinschaftlich, denke ich mal, bearbeiten kann und muss. Und 2019 war das ja auch Teil der Fehleranalyse, dass Martina Voss-Tecklenburg dann gesagt hat, da kannte ich die Spielerin noch nicht lang genug, da habe ich falsch reagiert in der Hälfte, habe vielleicht bei manchen, die eher Zuspruch gebraucht hätten, war ich zu kritisch und andersherum und hat sich da angepasst. Und das ist ja so etwas, was sich aber durchzieht quasi von 2019 über 2022 bis jetzt zu diesem Turnier, dass man das Gefühl hat, im Binnenverhältnis zwischen Trainerinnen und den Spielerinnen gibt es Themen. Und ich will jetzt nicht sagen, irgendwie großer Zoff und jetzt hier Rums Ost zählt die Bundestrainerin an, aber man kann ja doch festhalten, dadurch, dass da auch bemerkenswert offen drüber gesprochen wird, also das will ich jetzt gar nicht gegen die Spielerin und die Trainerin verwenden, aber wir haben ja mitbekommen, schon vor der Europameisterschaft war das so, dass eben Spielerinnen, der Mannschaftsrat sich über die Art des Trainings beschwert hat. Es sei ein bisschen zu sehr um Belastungssteuerung gegangen, ein bisschen zu wenig Pfeffer wäre drin gewesen, sage ich jetzt mal so. Wir haben einen Wechsel im Trainerteam, also das habe ich vorhin noch nicht gesagt. Thomas Nürnberg und Patrick Rolimund waren die beiden, die das Trainerteam verlassen haben. Der eine ist jetzt Co-Trainer bei den HSV-Frauen, der andere ist beim DFB geblieben und dafür kamen neue Menschen ins Trainerteam hinein. Jetzt ist das so ein sehr sensibler Bereich, Anna. Es ist ganz schwierig für uns, sowohl ins Trainerteam zu blicken, als auch eben gerade in dieses Binnenverhältnis. Aber da muss es doch zumindest Themen geben, wenn wir uns die Art und Weise
dieses Turnierverlaufs angucken? Oder bin ich da jetzt zu einfach denkend unterwegs? Nee, ich glaube, es spielt eine ganz entscheidende Rolle, wer da im Trainerteam mit dabei ist. Und jetzt kann man sagen, okay, die Hauptverantwortlichen mit Martina Voss-Tecklenburg und Britta Karlsson, die sind weiterhin da geblieben. Aber es ist ja schon auch, es verändert sich ja immer was auch in der Atmosphäre innerhalb einer Gruppe, wenn dann neue Personen dazukommen. Und man hatte ja jetzt Michael Urbanski als neuen Assistenztrainer, man hat neue Athletiktrainer. Und es ist ja immer, es macht ja immer was mit einer Dynamik, auch in welche Richtung auch immer, wenn neues Personal kommt. Und vielleicht hat man jetzt auch gesehen, wie entscheidend Nürnberg und Grolimund waren. Vielleicht ist es auch nur ein kleines Puzzleteil in diesen verschiedenen Dynamiken, die wir jetzt schon beschrieben haben und den verschiedenen Umständen, die dazu kamen, die auch während des Turniers die Lage sicherlich nicht einfach gemacht haben. Aber da bin ich auch wieder bei dem Punkt, den Jana schon gesagt hat, das ist jetzt nichts, was irgendwie einen Monat vor der WM aufgetreten ist. Also das ist ja ein Prozess gewesen, für den man schon mehr Zeit hatte, auf den man sich anders hatte einstellen können. Und da frage ich mich auch, wie wurde das angegangen? Also wie viele Gespräche gab es da mit dem Team? Wie sehr wurden die Spielerinnen einbezogen? Und es ist eben schon auffällig, dass jetzt dieses Thema mit der Belastungssteuerung, was, wie du gesagt hast, ja auch schon nach der WM 2019 ein Thema war, was aus dem Mannschaftskreis rausgekommen ist, dass das jetzt wieder irgendwie ein Thema war, dieser Umgang mit Druck. Das sind auch alles Dinge, wo ich, wie Jana, finde, das ist schon Aufgabe des Trainerteams, das Team darauf richtig einzustellen und professionell damit umzugehen. Und man hat ja Experten, der DFB ist ja jetzt nicht ein Verband, wo jetzt der Trainerstab viel zu klein wäre, als dass man die Spielerin da gut betreuen könnte, zumindest aus meiner Einschätzung. Und ich kann jetzt ehrlicherweise die Personalien, die neu dazugekommen sind, die kenne ich jetzt nicht gut genug, um zu sagen, okay, die Person hat das Team so und so verändert oder hat den und den Einfluss konkret eingebracht. Aber was ja auch durch die Dokumentation deutlich wurde, ist ja schon, welche entscheidende Rolle Thomas Nürnberg hatte. Auch für die Spielerin als Ansprechpartner sicherlich, in der Art und Weise, wie er das Team angesprochen hat. Wenn ich es richtig im Kopf habe, korrigiert mich, falls ich mich gerade irre, aber er war ja auch für die Gegneranalyse zuständig. Mhm. Da hat er ja offenbar auch einen sehr guten Job gemacht, ohne jetzt in einem Atemzug sagen zu wollen, dass der Nachfolger einen schlechten Job damit macht. Aber solche Faktoren, glaube ich, sollte man nicht unterschätzen. Und da bleibe ich jetzt aber streng. Dann hatte man genug Zeit, sich entsprechend darauf einzustellen vor einer WM. Und gleichzeitig kann man an der Arbeit des Trainerteams auch verschiedene weitere Punkte noch festmachen, wo man zumindest Fragen stellen kann. Also weil wir haben jetzt, die arme Svenja Huth, tut mir ein bisschen leid, weil wir haben sehr viel über Rechtsverteidigerinnenpositionen gesprochen. Ein anderes Thema, was ich aber sehr gerne aufmachen würde, und Annika, da würde mich deine Meinung zu interessieren, weil du auch so viele Spiele auch von anderen Teams im Stadion gesehen hast, ist das deutsche Mittelfeld. Denn das war nämlich für mich persönlich eine mindestens genauso große Baustelle wie die Rechtsverteidigerinnenposition. Wir hatten in drei Turnierspielen, drei unterschiedliche Formationen, hing natürlich auch damit zusammen, dass Lena Oberdorf erst noch verletzt war, aber gleichzeitig war dieses Kernstück, aus dem ja taktisch die meisten Impulse kommen. Wenn du die Kette nicht überspielst mit langen Pässen, dann kommt normalerweise der Rhythmus, das Tempo und die Art und Weise, wie Angriffe eingeleitet werden, es kommt immer aus dem Mittelfeld. Und gerade in diesem Bereich wurde rotiert und es haben dann auch Spielerinnen gegen Südkorea, Lina Magut zum Beispiel, saß auf der Bank. Ich glaube, wir müssen die Einzeldiskussion nicht führen, aber könnte das vielleicht auch ein kleines Mosaiksteinchen dieses Ausscheidens sein, dass man sich vielleicht zu sehr darauf verlassen hat, dass sich auch in diesem zentralen Bereich das so finden wird? Denn bei anderen Teams haben wir gesehen, die Mittelfeldzentrale war immer ähnlich besetzt, es waren immer dieselben Spielerinnen und selbst wenn da mal gewechselt wurde, blieb der Spielstil gleich. Und hier war es so, eine Melanie Leupolz interpretiert es anders als eine Sarah Delpritz, eine Lina Magul hat eine andere Rolle als eigentlich alle anderen, wenn sie nicht auf dem Feld steht. Also Freigang könnte das noch, aber die durfte ja nicht, vielleicht auch noch so ein kleines Thema. Also müssen wir vielleicht das Mittelfeld auch nochmal eher in den Fokus nehmen.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, beim Mittelfeld ist für mich irgendwie so der Eindruck, dass man eigentlich die ganze Zeit davon ausgegangen ist, das steht irgendwie fest. Also, dass es halt das Mittelfeld von der EM sein soll, das da spielt und dass dann aber verschiedene Thematiken irgendwie da dann ja doch auch irgendwie noch relativ kurzfristig dazu gekommen sind, also kurzfristig in Anführungsstrichen, aber dass dann halt irgendwie Lena Lattwein eigentlich so eine starke Saison hatte und dann fällt sie aber irgendwie im Frühjahr aus. Dann hatte Lena Oberdorf halt immer wieder Probleme, wirkte auch, finde ich, wenn sie in der Liga eingesetzt wurde, in der Rückrunde ganz oft überspielt. Also ja, und wurde dann irgendwie versucht halt für die WM fit zu bekommen, konnte dann irgendwann endlich eingesetzt werden. Aber man hat halt gemerkt, da fehlt ganz eindeutig was. Und dann wirkte das halt irgendwie auch so, ja, so zusammengestöpselt halt irgendwie. Und ich glaube, dass das halt auch ein Dominoeffekt ist von dem, worüber wir vorhin halt schon sehr ausführlich gesprochen haben, dass es dann, es fängt dann irgendwie hinten an mit der Defensive und dann passen da schon Sachen nicht zusammen und dann wird das halt irgendwie so immer weiter nach vorne und in alle anderen Teambereiche natürlich auch weitergereicht. Und ja, also ich finde, bei der EM hatten wir ein sehr, sehr gutes, starkes Mittelfeld. Ich würde nicht sagen, dass es jetzt irgendwie so das Allersuperbeste der Welt war oder irgendwie so. Ich fand, da gab es Sachen, die man durchaus hätte verbessern können, gerade im spielerischen Bereich auch. Aber was das Pressing anging, war das sehr, sehr gut beim defensiven Mithelfen, gegen Pressing und so und dann das Umschaltspiel nach vorne. Und da dieses, das erfordert halt sehr viel Verständnis voneinander, miteinander, sehr viel miteinander eingespielt sein, sich gegenseitig gut kennen, die Abläufe kennen. Und man hatte eben schon das Gefühl, dass viel davon verloren gegangen ist. Also, dass vieles auch irgendwie dann nicht mehr so sortiert war einfach. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Also ich hatte im Stadion sehr oft den Eindruck, dass Spielerinnen sich irgendwie viel zu häufig gegenseitig eigentlich nochmal anweisen müssen, wo jetzt die andere hinlaufen soll, um sich zu positionieren bei so ganz simplen Sachen wie Einwürfen. Ja, also um Einwürfe zu verteidigen. Wo man irgendwie so denkt, so ja, okay, das ist jetzt eigentlich nicht so das, was man sich irgendwie erhofft. Und ja, nee, genau, also und dann so das Zusammenspiel. Und im internationalen Vergleich, ja, sicher, da gab es viele andere, bessere Beispiele. Also ich finde gerade England sehr bemerkenswert, da herauszuheben mit diesem Walsh fällt aus, nein, sie fällt doch nicht aus und dann auf die wechselnden Umstände zu reagieren, dabei halt so diese Systematik irgendwie auf eine gewisse Art beizubehalten, aber gleichzeitig immer wieder an die Umstände anzupassen. Und da hast du dann aber natürlich den Vorteil, wenn du wie Wiegmann die ganze Zeit eigentlich eine feste Elf hast und dann rotiert da eine neue Spielerin rein oder zwei, dann haben die das natürlich leichter, weil das Grundgerüst drumherum halt gleich ist oder sehr, sehr ähnlich und das dann irgendwie, glaube ich, leichter ist, in sowas reinzukommen, als wenn irgendwie alle gerade so ein bisschen verwirrt sind, so überspitzt ausgedrückt. Was mir beim Thema Mittelfeld spontan einfällt, ist ja, dass du da auch sozusagen, glaube ich, einmal an einer Stelle nicht so handeln konntest, wie du wolltest, weil Sydney Lohmann ja zum Beispiel auch als sozusagen als Faktor oder X-Faktor, wenn man so will, nur sehr beschränkt einsetzbar war durch Verletzungsproblematik, weil ich glaube, die hätte tatsächlich in gewissen Situationen, man hat es ja dann auch in Ansätzen gesehen im Südkorea-Spiel am Ende, sozusagen dann auch nochmal genau so ein Element sein können, das dann taktisch auch nochmal so ein Spiel hinten raus beeinflussen kann zugunsten des deutschen Teams. Das darf man vielleicht an der Stelle auch nicht vergessen. Ich würde mich euch anschließen, dass da teilweise dieses EM-Selbstverständnis erkennbar gefehlt hat, dass Spielerinnen wie eine Lena Oberdorf, finde ich, nicht auf dem Niveau gespielt haben wie bei der EM, ist aber, glaube ich, auch erklärbar. Ich würde jetzt angesichts meiner These Defensivstabilität noch die Frage aufwerfen, wäre es sinnvoller gewesen, eventuell dieses Konzept mit Oberdorf als einziger nomineller Sechs ein bisschen mehr anzupassen,
um da mehr Stabilität im Zentrum vielleicht zu kriegen. Aber das wäre dann vielleicht dann wieder nicht kompatibel mit der Idee, wie sie nach vorne sich aufstellen wollen. Ich weiß es nicht. Ist zumindest was man auch beleuchten muss, finde ich, weil es, wie gesagt, finde ich da auch oft eben diese Impulse, die es gebraucht hätte im Aufbauspiel, die kamen halt sehr häufig leider nicht. Und mir ist eine Szene so irgendwie im Kopf geblieben aus dem Südkorea-Spiel, wo relativ frühzeitig Alex Popp sich auch sehr krass hat fallen lassen. Da hatte man wieder das Gefühl, oh Gott, Alex Popp denkt jetzt, sie muss alles machen, sie muss das ganze Spiel kitten, weil sie merkt, es funktioniert nicht, es ist zu instabil. Das war relativ früh im Spiel, meine ich noch. Also das fand ich, war so ein Zeichen dafür, dass offensichtlich sie auf dem Feld auch das Gefühl hatten, dass da was in der Balance nicht stimmt in der Positionierung und dass sie da als vermeintliche Zielspielerin vorne dann das Gefühl hatte, sie muss jetzt hinten sozusagen mit aushelfen. Das ist mir sehr in Erinnerung geblieben, was das Thema angeht. Und das bringt uns ja auch zu Spielerinnen, die jetzt weniger eine Rolle gespielt haben und es, obwohl es die ja jetzt schon mehrfach thematisierten Verletzungsprobleme bei vielen Spielerinnen gab, Spielerinnen, die länger ausgefallen sind, die nicht fit ins Turnier kamen oder während des Turniers noch verletzt waren. Wenn man sich die Einsatzzeiten anguckt, dann gibt es drei Spielerinnen, die haben gar keine Minute gespielt, das sind die zwei Torhüterinnen, Ann-Kathrin Berger und Stina Johannes und interessanterweise Sophia Klein-Herne, ihr Name fiel vorhin schon mal, die war nämlich am Anfang des Kalenderjahres noch fest eingeplant, also die haben keine Minuten gesammelt und dann kommt schon mit nur 8 Minuten im gesamten Turnier Laura Freigang. Und ich weiß, Anna, dass Laura Freigang, die wird fast so ähnlich wie Svenja Huth für uns jetzt quasi so das Symbol für eine Debatte war, so ist es mit Laura Freigang auch, weil man da über Systeme sprechen kann, über den Unterschied National-Vereinsmannschaft und auch, glaube ich, über so weiche Faktoren wie Popularität in sozialen Medien versus Bedeutung, sportliche Bedeutung. Und das ist alles nicht so ganz einfach auseinander zu klamüsern. Aber ist es dann nicht doch bei einer Vorrunde, die so unrund verlaufen ist, seltsam, dass jemand, die so viel kann, ja definitiv, dann auf so wenig Minuten kommt? Also ich fand bezeichnend, dass, ich meine, das war auch in der Doku, sie selbst erzählt hat, dass sie eine große Unsicherheit verspürt hat, was ist jetzt eigentlich ihre Rolle? Was zum einen ein Hinweis dafür ist, wie wenig mit ihr gesprochen wurde offenbar. Das finde ich schon mal eklatant. Also dass gerade eine Spielerin, die meiner Meinung nach, wie du gesagt hast, eben sehr viel kann, dass da nicht dann mehr an die Hand genommen wird und gesagt wird, du, so und so sieht es gerade aus, ich spiele lieber in dem System oder wir spielen lieber in dem System. Das ist schwierig, dich zu integrieren, aber so und so sehen wir deinen Wert oder in der und der Situation haben wir den ganz klaren Matchplan, da kommst du rein mit deinen Stärken und so weiter. Und meiner Meinung nach ist es nicht zu unterschätzen, welchen Faktor das psychologisch hat und welche Auswirkungen das dann eben auch haben kann, welche Abstrahleffekte, wenn eine Spielerin nicht so völlig in der Luft hängt. Sondern wenn du jemanden, der eben auch im Team, glaube ich, eine sehr wichtige Rolle hat, wie Laura Freigang, da ja ein gewisses höheres Selbstwertgefühl gibt, sage ich mal. Und ich weiß jetzt natürlich auch nicht alles, das ist jetzt einfach nur eine Einschätzung, aber ich glaube, wenn das so war, wie da erzählt wurde, dass dann sie gesagt hat, ich hänge irgendwie so in der Luft und weiß gar nicht, was ist, ich gehe mal auf die Trainerin zu und suche das Gespräch, dass das schon ein Hinweis darauf ist, dass es eben so lief, wie ich gerade beschrieben habe. Dann wurde ja mit ihr ein bisschen gesprochen, wenn ich es richtig im Kopf habe, und dann auch mal was anderes ausprobiert und geschaut, was jetzt aber in dem Turnier offensichtlich nicht in Erwägung gezogen wurde. Und da ist es am Ende natürlich die Hoheit der Trainerin zu entscheiden, in welchem System sie spielen will und was sie glaubt, was am besten funktioniert. Aber ich halte das eigentlich auch für eine vergebene Chance, diese Spielerin nicht einzubringen. Ich erinnere mich auch noch, dass es Vorbereitungsspiele gab, das war allerdings noch auf die EM, wo besagter Thomas Nürnberg die Mannschaft ein bisschen zusammengestaucht hat und meinte, wieso bringt unter anderem eine Laura Freigang als einzige 100% Einsatz rein? Und das ist ein Effekt, der, glaube ich, sehr viel Einfluss haben kann, Dynamik reinbringen kann. Und für mich war das auch sehr unverständlich, dass sie so wenig Einsatzzeit bekommen hat. Ich glaube, dass hier eine Chance vergeben wurde. Sydney Lohmann, ganz klar, hätte genau den gleichen Effekt gehabt.
vielleicht sogar noch stärker. Die hatte jetzt einen anderen gesundheitlichen Status. Aber für mich ist das auch eine der größten Fragen. Also A, was ist mit Sophia Kleinerne passiert aus Sicht des Trainerinteams, dass sie so überhaupt nicht beachtet wurde? Ist das auch was Zwischenmenschliches oder wie war das? Also gerade wenn du so Abwehrsorgen hast, für mich auch unverständlich. Wieso nutzt man die Dynamik einer Laura Freigang nicht? Das sind mit die größten Fragen, die glaube ich, sehr viele sich stellen. Und für mich ist das mit Laura Freigang ganz klar eine vergebene Chance. Weil ich glaube, es wäre möglich gewesen, sich zumindest im Verlauf des Spiels, wenn du merkst, das und das funktioniert nicht, dann zumindest zu versuchen, das über so einen Wechsel nochmal zu drehen. Annika, Jana, habt ihr da auch Meinung zu? Annika, du hast schon genickt. Ja, ich habe dem eigentlich auch nicht so viel hinzuzufügen. Ich glaube, ich würde das so ein bisschen damit umklammern, dass ich immer den Eindruck habe, dass man, wenn man natürlich mit Laura Freigang spielen möchte, dann ist sie für mich eine Startspielerin und keine Wechselspielerin. Also weil ich denke, dass man das Spiel auf sie schon nochmal anders anpassen muss. Also weil sie halt dann, also wenn ich die Trainerin wäre, was ich zum Glück nicht bin, dann hätte sie bei mir eine sehr freie Rolle. Und dann muss man aber natürlich alles andere darum sehr daran anpassen, dass sie halt so eine Zehnerin, hängende Spitze, Freirolle haben kann. Und dann funktioniert das, finde ich, besser, wenn das halt sehr, sehr gut eingespielt ist und das so das Stammsystem ist, mit dem man aufläuft und nicht so ein Wechsel für einen Impuls am Ende. Also das kann man vielleicht irgendwie im Notfall mal kurz machen, aber das fände ich dann schon fast wieder verschwendet. Also ich will damit jetzt nicht irgendwas abziehen von dem, was Anna vorhin gesagt hat, aber das ist halt so, ich finde, wenn man ernsthaft mit dieser Spielerin plant, dann muss man mit der als Stammspielerin planen, ist das, was ich damit sagen will. Was ja dann nochmal unterstreicht, was für eine große vergebene Chance das ist, vor allem angesichts der Tatsache, dass wir das Nationalmannschaftskarriere Ende von Jennifer Maroschan auch in diesem Jahr hatten und Martina Voss-Tecklenburg da ja auch immer gesagt hat, dass sie eigentlich gerne noch dabei gehabt hätte. Und das sind jetzt nicht 1:1 die gleichen Spielerinnen-Typen, aber es ist halt schon so Kreativrolle und so, ne? Also Ähnlichkeiten in der Anwendung sind da. Bei Sydney Lohmann, ja, also da hängt halt für mich leider immer sehr viel an der Fitness. Ich glaube, das ist eine, die alleine durch ihre Veranlagung und die Art, wie sie spielt, sehr natürlich sehr viele Probleme lösen kann, einfach dadurch, dass sie auf dem Platz steht, weil sie halt diese Dynamik hat, sich immer anbietet, immer überall voll reingeht. Das ist was man vielen anderen Spielerinnen eigentlich eher über so eine Systemik irgendwie antrainieren muss oder mitgeben muss, sich viel zu bewegen, sich viel frei zu laufen. Sie hat dann natürlich auch noch diese Geschwindigkeit, mit so einer Dynamik nach vorne zu gehen, die nicht jeder hat. Aber gerade im Ballbesitzspiel würde sie halt sehr viel von sich aus mitbringen, was andere halt eben mit Arbeit auch leisten könnten, aber dann teilweise nicht zeigen. Und deswegen, ja, also ich glaube, wenn man halt das Mittelfeld, offensive Mittelfeld umbauen möchte, dann gehören die beiden da auf jeden Fall mit rein. Und jetzt höre ich auf zu monologisieren. Ich finde es aber interessant, was du gesagt hast, weil ich eben, also ich werde da jetzt mal drüber nachdenken, weil ich, für mich ist Freigang so Powerfaktor, Einwechselspielerin. Also natürlich kann die genauso Startelf spielen, müssen wir ja gar nicht drüber diskutieren, aber den Gedanken hatte ich öfter mal während der WM, so jetzt bringen doch die Freigang. Wieso nicht? Die gerade mit der Dynamik und mit dem, ich glaube auch mit so einem, mit diesem Trotz, ja. Also sie hat ja schon offen darüber geredet, dass das jetzt nicht spurlos an ihr vorbeigeht, in der Liga so zentrale Rolle bei der Eintracht zu haben, so eine wichtige Spielerin zu sein und im Nationalteam irgendwie das Gefühl zu haben, sie ist das fünfte Rad am Wagen. Und ich glaube, so wie ich sie einschätze, entwickelt sowas eine sehr große Kraft, die man reinschubsen kann. Ich verstehe den Gedanken auch total. Ich hatte den während der EM durchaus auch. Ich wollte damit eigentlich nur deutlich machen, ich finde, wenn sie gespielt hat, dann hing sie für mich irgendwie sehr oft so in der Luft oder zwischen den Stühlen oder man hat irgendwie gesehen, sie versucht jetzt was und niemand anderes versteht gerade, was sie da eigentlich gerade versucht. Und das könnte man eben vermeiden, indem man sie wirklich richtig einbaut.
Ja, nee, deswegen meine ich, ich finde das spannend. Also ich werde da mal drüber sinnieren. Das ist ja wirklich so ein bisschen der Marujan-Effekt, ne? Also das war ja immer auch so ein bisschen das Problem. Das gab es schon unter Sylvia Knight, dass man offensichtlich ein Problem hatte, sie in das System einzubauen mit all ihren Fähigkeiten, die sie unbestritten hatte. Dann wurde Marujan mal auf der 6 ausprobiert, war dann auch nicht so ihrs. Und dann ich sehe das Problem bei Laura Freigang jetzt auch so ein bisschen. Also ich habe mir jetzt nochmal die Aufstellung vom Südkorea-Spiel aufgemacht und wenn man da auch auf die Wechsel dann schaut, die man durchaus ja auch kritisieren darf oder vielleicht sogar muss, wenn er in der 64. Minute kam, dann Lohmann für Bühl und Lattwein für Debritz. Also das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo man sagt, warum nicht einen Wechsel schon früher machen? Also zum Beispiel Lohmann und muss man tatsächlich Lattwein bringen? Also für mich ist das wieder ein Indiz von, sie wollte noch mehr Kopfballstärke im Zentrum sozusagen. Dann hast du vorne Pop und Schüller, dann hättest du dahinter noch Lattwein sozusagen als relativ große kopfballstarke Spielerin. Das ist dann sozusagen noch mehr vom gleichen Mittel auf die gleiche. Also der Plan funktionierte offensichtlich nicht und man versuchte offensichtlich, den noch mehr zu verfolgen. Zumindest ist das jetzt meine Interpretation. Schwierig. Und das wäre dann halt so ein Punkt, da wäre ich bei Anna, wo ich sagen würde, das wäre für mich eigentlich ein Moment, wo man, wenn man offensiv nochmal nachlegen möchte, vielleicht dann lieber Schüller rausnimmt und dafür Freigang sozusagen als belebendes Element reinbringt. Oder meinetwegen, man kann auch gerne nochmal über den Lina Magul in der Situation nachdenken, wenn man sagt, man möchte vielleicht ein bisschen mehr Ballsicherheit und ja, und dann der offensive Wechsel meiner Ansicht nach kam dann in der 84. als Anyomi für Brand eingewechselt wurde. Also finde ich zumindest diskutabel, diese Entscheidung sozusagen, wenn man alleine da drauf guckt. Ohne, dass ich Nicole Anyomi dazu zu nahe treten möchte, aber also entweder musst du diese Wechsel, glaube ich, schon ein bisschen früher probieren, wenn du das Gefühl hast, oder man muss halt drüber diskutieren, ob Laura Freigang da nicht vielleicht zum Beispiel eine bessere Alternative ist, wenn man so guckt, wen man da noch offensiv auf der Bank hat, um da nochmal Impulse zu setzen und halt gerade so vielleicht so einen Moment reinzubringen, mit dem du Südkorea dann sozusagen auch nochmal aus dem Konzept bringen kannst. Gerade wenn du umstellst auf zwei Spitzen oder eine Spitze und eine hängende Spitze dahinter, ich habe gerade Anführungszeichen gemacht für alle Podcast-Hörenden da draußen, weil so richtig waren das nie zwei Spitzen. Also Lea Schüller und Alex Popp hatten eine ganz seltsame Aufgabenverteilung. Und auch da ist eine Laura Freigang, die spielt natürlich im Verein hinter zwei Spitzen und Alex Popp, da kann man sagen, mit Eva Pajor gibt es schon so eine hängende Spitzenkombination, die gut funktioniert. Aber ich glaube, Laura Freigang hätte besser ihren Platz gefunden in dieser Offensive und hätte eher gewusst, wo muss sie hin, um dann den Steckpass auf dann eben wahrscheinlich eher Alex Popp dann zu spielen. Also es gab ja sogar diese Umstellung, aber bei dieser Umstellung hat Laura Freigang keine Rolle gespielt. Da kann man dann schon zumindest Nachfragen stellen. Und weil jetzt der Name auch schon zweimal gefallen ist, würde ich ganz gerne mit euch noch kurz bei Jennifer Marujan bleiben. Denn es gab auch einen Artikel von Noah Platschko auf t-online.de, der erschienen ist nach der WM. Und da wurde unter anderem sie auch als ein Beispiel dafür gebracht, dass sich Spielerinnen vielleicht nicht wertgeschätzt fühlen. Also ein Beispiel war, dass es wohl Spielerinnen gab, mit denen kaum gesprochen wurde während des Turniers. Und ein anderes Beispiel war, dass Jennifer Marujan offenbar, laut dem Artikel von Noah, bereit gewesen wäre, ihre Karriere vielleicht noch fortzusetzen, aber niemand so richtig um sie gekämpft hat und garniert wurde das mit Informationen rund um ihr Abschiedsspiel, wo es ja in der Tat ein bisschen verstörend war, dass es ein Abschiedsspiel ist und die Spielerin, die verabschiedet wird, kommt erst sehr spät und wird vielleicht auch nicht so jetzt gewürdigt, wie man das sonst auch schon anderswo gesehen hat. Ich weiß nicht, Anna, ist das ein Thema, über das es sich lohnt, nochmal länger zu sprechen? Die Wertschätzung des DFB gegenüber Spielerinnen, vielleicht am Beispiel Jennifer Marujan? Ja, vielleicht in der Weise, um das zu übertragen darauf, wie Gespräche geführt oder nicht geführt wurden während der Weltmeisterschaft oder grundsätzlich, wie Martina Voss-Tecklenburg und ihr Trainerteam das handhaben. Aber da bin ich eher auch vorsichtig, weil ich glaube, da braucht man sehr viele Informationen, um sich ein Gesamtbild machen zu können, was wirklich profund ist und was dann eine wirkliche Einschätzung
ohne dass man jetzt zu Unrecht Vorwürfe erhebt oder man muss ja auch nicht gleich so weit gehen, dass es Vorwürfe sind, aber ohne dass jetzt Einschätzungen abgegeben werden, die am Ende vielleicht bestimmte Sichtweisen nicht berücksichtigen. Deswegen wäre ich damit eher zurückhaltend. Aber ich meine, den Text kann man ja nachlesen, da stehen bestimmte Dinge drin und wenn die so abgelaufen sein sollten, ich bin, wie soll ich sagen, in gewisser Weise überrascht, weil ich eigentlich dieses Trainerteam ein bisschen anders eingeschätzt hatte, vor allem mit dem, was nach der WM 2019 an Prozessen vermeintlich angestoßen wurde, wie man sich vermeintlich hinterfragt hat, wie Dinge umgestellt worden sind, auch auf Initiative der Spielerinnen, weil es gibt so gewisse Grundlagen, bei denen ich eigentlich davon ausgehe, dass die auf dem Niveau selbstverständlich sind. Und das ist zum einen eine Kommunikation, die klar ist und die offen ist und die Spielerinnen einbezieht. Und also ich weiß nicht, ob ich da vielleicht naiv bin, aber das ist für mich irgendwie so ein Basic, was ich nie in Frage gestellt habe, was jetzt aber, wie man ja weiß, offensichtlich nicht so selbstverständlich ist. Und wenn die Dinge stimmen, die jetzt bei Marujan so passiert sind, dann guckt man irgendwie von außen drauf und denkt so, hä, eine Spielerin, die so gepriesen wurde, die so hochgelobt wurde, die ja auch nachweislich großen Einfluss auf dieses Nationalteam hatte. Ich meine, man denke allein an die Olympischen Spiele in Brasilien, welche Rolle sie da im Finale gespielt hat. Das ist ja nun mal eine der technisch besten Spielerinnen gewesen, die Deutschland bisher hervorgebracht hat. Und ja, also bei mir ist da eher ein Erstaunen darüber, dass wenn das so sein sollte und wenn, haben wir jetzt ja gerade schon drüber gesprochen, Kommunikation nicht so selbstverständlich ist, wie man meint, oder wenn eher die Haltung da ist, unsere Tür ist offen, die Spielerinnen sollen zu uns kommen. Ich bin noch nicht so richtig auf eine Position festgelegt, aber ich formuliere es jetzt eben mal so, dass ich zumindest erstaunt darüber bin, weil das für mich eine Selbstverständlichkeit ist. Also die offene Kommunikation, Einbeziehen von Spielerinnen, dieses Wohlfühlgefühl, was ich vorhin bei Laura Freigang gemeint habe, also nicht jetzt, dass das eine Oase der Glückseligkeit sein muss, das ist klar, das ist Leistungssport auf höchstem Niveau, das ist Konkurrenzkampf. Aber da muss man jetzt ja keine Psychologie studiert haben, um zu wissen, was für eine entscheidende Rolle das haben kann und was für einen Effekt auf dem Team, wie sich Spielerinnen fühlen. Und da bin ich wieder bei Sarina Wiegmann und England, weil das, was ich von ihr gehört habe, ist eben genau das Gegenteil. Die ist zur Spielerin hingefahren, die hat mit den Spielerinnen gesprochen, wie ist die Rolle, wie sie angenommen wird. Und ich glaube wirklich, dass das sehr entscheidend ist. Und ich wiederhole mich da, weil ich wirklich niemandem was unterstellen will, ohne jetzt mit sehr profunder Recherche und sehr vielen Gesprächen, wo ich nicht weiß, ob man die führen kann, weil natürlich die Beteiligten jetzt auch nicht gerade den Journalisten die Einblicke geben, die man vielleicht bräuchte. Aber ja, ich weiß nicht, was Jana und Annika darüber denken, würde mich jetzt auch mal interessieren. Aber ich finde, das ist wirklich so eine Basis, die muss da sein. Und wenn die nicht da ist, dann sollte man sich schon sehr stark hinterfragen, finde ich. Ja, vor allen Dingen, wenn wir bedenken, dass es ja, wie gesagt, diese Aufarbeitung der WM 2019 gegeben hat, wo halt genau solche Themen mit Unklarheiten, Luft nach oben in der Kommunikation, Spielerinnen wollen mitgenommen werden. Wenn man das alles weiß, dass es das ja schon gegeben hat und man hat, also zumindest von außen betrachtet, wirkt es dann halt wie ein Schritt nach vorne und dann wieder zwei Schritte zurück. So. Und ich finde, das ist etwas, wo man wirklich sagen darf, das so, darf auf dem Niveau so nicht zweimal passieren, finde ich. Und zum Thema Jennifer Marujan wollte ich noch ganz kurz daran erinnern, dass das ja auch so ein bisschen ein Déjà-vu gewesen ist, wenn wir an die WM 2019 zurückdenken. Kurz vorher ist Simone Laudea aus der Nationalmannschaft im Protest sozusagen zurückgetreten, weil sie nicht mehr nominiert wurde für die WM. Ist natürlich jetzt etwas anderes Konstrukt und anderer Kontext. Aber auch da eine hochverdiente Spielerin, die bei sehr entscheidenden Momenten in der Ära Neid ja sozusagen das Gesicht war und dafür gestanden hat, was diese Nationalmannschaft über Jahre ausgezeichnet hat sozusagen, sieht sich gezwungen, so einen Schritt zu gehen.
auch da hing es mit der WM-Nominierung zusammen. Auch da muss man halt im Nachhinein fragen, was ist da schief gelaufen? Auch da würde ich sagen, wie oft müssen diese Dinge in dem Kontext passieren, bevor man merkt, dass man sich da als Verband oder auch als Trainerstab irgendwie verbessern sollte, um damit solche Sachen sich in ähnlicher Form nicht ständig wiederholen. Zum Thema Jennifer Marojan und Abschiedsspiel habe ich mich die ganze Zeit gefragt, ob das so clever ist, das in einer WM-Vorbereitung zu integrieren. Also auch da finde ich das eigentlich suboptimal, das so zu terminieren und umzusetzen. Und sie hatten wirklich wenig Testspiele auf Top-Niveau und dieses Brasilien-Spiel war dieses und dann war es auch noch vor heimischer Kulisse und dann hatte das halt sozusagen nochmal diesen ganz anderen Inhalt und Spin, dieses Spiel, und das, also für mich war das irgendwie so eine Lose-Lose-Situation, weil du kannst es eigentlich dem eigentlichen Anlass des Spiels nicht gerecht werden, du kannst Jennifer Marojan nicht gerecht werden, ganz schwierig, also da würde ich die Frage stellen, ob man das nicht hätte grundsätzlich anders machen können, ob der schwierigen Umstände und dass man gerade auf dem Weg ist zu einem Turnier und das ein bisschen anders versuchen umzusetzen. Also Abschiedsspiele sind grundsätzlich für mich jetzt keine schlechte Idee, aber wie gesagt, in dem Kontext fand ich das ein bisschen schwierig und übers Knie gebrochen letztendlich. Ja, das habe ich auch gedacht, also auch irgendwie so während des Spiels da, und ich finde, das ist halt auch sowas Typisches irgendwie, dass also man hätte ja was total Cooles daraus machen können, ne? Wenn man irgendwie sagt, so, wir machen jetzt ganz normal unsere WM-Vorbereitung, gucken uns das Turnier an und danach bekommst du irgendwie dein dickes Abschiedsspiel und dann ist es das Jennifer Marojan Abschiedsspiel und dann sind da vielleicht auch irgendwie ehemalige Wegbegleiterinnen mit dabei, international andere Spielerinnen, so dieses typische, man spielt irgendwie gegen ein All-Star-Team und so. Das ist halt dann wieder so die typische fehlende Kreativität, aber schon auch irgendwie Herzlichkeit dann an der Stelle, also wenn das nicht aus dem TrainerInnen-Team selbst kommt, wie man mit solchen Abschieden oder Rücktritten oder mit der Kommunikation umzugehen hat, dann ja, also sehe ich das auch so wie Anna, dass das halt irgendwie sowas sehr Basales ist, von dem ich erwarte, dass das so zu sein hat, weil so funktioniert halt Zusammenarbeit, also nicht nur im Sport, sondern ja auch generell irgendwie, also dass man gut und offen miteinander kommunizieren können muss. Und wenn das dann aber um solche besonderen Momente geht, egal ob das jetzt ein Abschied ist oder vielleicht ja auch eine Rückkehr von einer Spielerin, ne? Also ich denke irgendwie gerade so an Melanie Leupolz, so dass man redet dann halt irgendwie immer mal so kurz darüber, aber es fehlt, glaube ich, schon manchmal so ein bisschen diese andere Art von Wertschätzung nach außen, dass so Momente tatsächlich dann auch irgendwie besonders aussehen und halt eben nicht einfach nur einmal in einem Interview gesagt wurde, so, ja, Spielerin XY hört jetzt auf oder ist wieder dabei. Also zumal, es ist ja jetzt auch nicht die einzige gewesen, Marojan, dieses Jahr. Also wir haben ja einfach noch Leonie Meyer, wurde ja auch verabschiedet aus der Nationalelf, und ich glaube schon, dass das irgendwie jetzt vielleicht nichts ist, was man jetzt irgendwie so groß in der Öffentlichkeit gut diskutieren kann, weil, wie Anna schon sagte, man da halt mit sehr vielen Menschen sprechen müsste. Aber ich denke, dass das definitiv was ist, wo man sich beim Verband ernsthaft Gedanken drüber machen muss, weil sowas gehört halt einfach auch zum Fußball mit dazu. Also, dass man mit solchen Situationen gut umgeht und wertschätzend. Und es ist ja allein schon bezeichnend, finde ich, dass mehrere Leute jetzt diesen Eindruck haben, dass es an solchen vermeintlichen Selbstverständlichkeiten fehlt. Also das ist ja nicht nur jetzt unsere Runde hier, sondern in Australien im Kollegenkreis hatten den Eindruck mehrere. Und wie gesagt, den allumfassenden Einblick, den haben wahrscheinlich nur sehr vereinzelt Personen. Aber wenn wir den jetzt schon ohne diesen ohne allumfassendes Wissen haben, allein durch die Eindrücke, die wir sammeln konnten, dann finde ich das schon bezeichnend.
Vor allem, weil es auch nicht durch Taten widerlegt werden kann. Also wenn jetzt hier jemand wäre vom DFB, Martina Voss-Tecklenburg, Herr Solf oder jemand anders, dann würde sie natürlich andere Dinge sagen, aber wir hätten immer Fakten, die zumindest vermeintlich im Widerspruch dazustehen. Also das ist schon eine etwas alarmierende Situation. Zusätzlich zu so einem Gesamteindruck, der, und damit kann man dann vielleicht dieses Turnier langsam abschließen, der suggeriert, vielleicht wurden diese drei Gruppenspiele zu sehr als weitere Vorbereitungsspiele hinsichtlich dann, wenn es richtig losgeht, in der K.O.-Runde gesehen. Da frage ich mich ja, Jana, wie hast du denn überhaupt dein Rückflugticket bekommen und hast du denn zweigleisig geplant, anders als offenbar der DFB, für den ja offenbar ja sogar der Gruppensieg schon feststand. Man hatte sich mit ganz vielen Dingen nicht auseinandergesetzt und das habt ihr ja in Bayonne sehr gut mitbekommen. Magst du da mal noch ein paar Worte zu sagen, bitte? Ja, das war einigermaßen erstaunlich, als man dann quasi in Brisbane saß vor dem Südkorea-Spiel, dem dritten Gruppenspiel, und auf einmal die Informationen durchdrang, ach übrigens, wir könnten ja auch Gruppenzweiter werden, und dann werfen wir unsere Pläne mit dem Basecamp bis zum bitteren Ende sozusagen über den Haufen. Das war schon einigermaßen eindrücklich. Also persönlich ist es jetzt nicht so schwierig, aber ich bin auch kein 70-Mann-und-Frau-Tross, der nach Hause fliegen muss. Das war jetzt nicht so kompliziert. Du hast keine Entourage? Das kann doch gar nicht sein. Nee, tatsächlich passe ich da so ein bisschen auf mich alleine auf. Jana ist mit dem SED-Charter nach Hause geflogen. Genau. Nee, das ist, den Moment fand ich tatsächlich auch etwas bizarr. Und dann in dem Zusammenhang poppte ja auch nochmal dieses Thema Watutinki und Männer-WM 2018 und das Turnier von hinten geplant auf. Und ja, letztendlich muss man es ja auch so ein bisschen so einordnen. Also diese Quartierfrage, die müssen wir jetzt wahrscheinlich nicht auch nochmal aufmachen, aber dass man sich quasi für einen Standort entscheidet, mit Blick auf, dann müssen wir als Gruppenerster in der K.O.-Phase nicht so viel reisen, da sind wir schön nah an Sydney und da spielen wir ja im Zweifel noch ganz häufig. Das ist natürlich dann schon ihnen letztendlich so in der Außendarstellung auch auf die Füße gefallen, dass man da gemerkt hat, man hat sozusagen, was das angeht, sehr eingleisig sich dieses Turnier gebaut in der Vorstellung vorher. Und auch da muss man sagen, das sind ja eigentlich Fehler, die andere vorher schon mal gemacht hatten, die man jetzt nicht unbedingt ein paar Jahre später in der Frauennationalmannschaft letztendlich so nochmal wiederholen muss. Das ist halt die Frage. Also muss der DFB sich da nicht grundsätzlich auch mal so ein bisschen angucken, wie er diese Turniere angeht, sagen wir mal Demut, wenn man so will, mit wie viel Ernsthaftigkeit man sozusagen sich auf jede Eventualität vorbereitet. Das sind zumindest so Sachen, die sehen im Nachhinein dann ein bisschen übel aus, finde ich. Und dann hat man wieder dieses Thema von Anspruch und Realität, was ich ja anfangs mit so als Kernproblem ausgemacht habe, was dann auch so vielleicht auf Verbandsebene schwierig gestaltet. Aber wenn wir jetzt so ein bisschen nach vorne gucken, scheint es ja so zu sein, dass der DFB sich da auch im Frauenbereich ein bisschen anders aufstellen will, wenn da jetzt eine neue Funktion sozusagen installiert wird als technische Direktorin oder technischer Direktor für den Frauenfußball. Dann gibt es jetzt jemanden, der sich dezidiert um Nachwuchs männlich und weiblich federführend kümmern soll. Man scheint verstanden zu haben, dass gewisse Dinge einen frischen Ansatz brauchen oder einen neuen Ansatz. Ich bin gespannt, vor allen Dingen, weil wir ja jetzt noch nicht wissen, wie überhaupt diese WM-Analyse im DFB ausfallen wird. Da sind wir ja alle noch gespannt und warten darauf, wie und in welcher Form uns das dann kundgetan wird und was letztendlich die Schlüsse sein sollen aus diesem Turnier, weil, also sind wir mal ehrlich, die ganz großen Konsequenzen erwartet, glaube ich, keiner so richtig. Wenn wir jetzt auf die kurzfristige sportliche Wahrheit gucken, geht es halt ja schon sehr schnell weiter sozusagen. Wir haben eben schon ein bisschen über die Nations League gelächelt. Das ist jetzt sozusagen die nächste Aufgabe. Und wieder kurz, nur ganz wenig Zeit, um sich sozusagen darauf einzustellen. Und wird schwierig genug, sich über diese Nations League dann sozusagen
neu zu finden, sich zu schütteln und ja, eins von zwei Olympiatickets sich zu sichern. Und das angeblich ist das ja das Ziel, also dass man versucht, so kurzfristig wie möglich wieder Erfolg zu haben. Und ja, auch daran muss man sich dann letztendlich messen lassen. Also man könnte ja auch sagen, man guckt schon mal ein Jahr weiter auf die Europameisterschaft und versucht dann sozusagen den Aufbau dahingehend als Weg vorzulegen. Aber klang jetzt zumindest kurzfristig bei der ersten Aufarbeitung noch nicht so. Aber ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht und wie so das Gefühl ist, wie man das jetzt mit der Öffentlichkeit sozusagen aufarbeitet. Ich finde es im Moment sehr schwer zu greifen, wie das jetzt weitergeht und ob so gewisse Baustellen und Probleme und Missstände wirklich begriffen worden sind, dass man da tatsächlich übergreifende Fehler gemacht hat vielleicht und inwiefern man gedenkt, daraus Schlüsse zu ziehen und Konsequenzen daraus abzuleiten. Ja, das steht ja noch bevor und ich denke mal, wir sind alle relativ gespannt, was da kommen wird und ob sich das immer noch so anfühlt, als wäre da so ein Disconnect zwischen Realität und dem, was beim DFB in der Akademie so los ist. Aber das ist ja auch wieder bezeichnend gewesen, ne? Also diese Jobgarantie. Ich finde, dass Martina von Seglenburg von sich aus sagt, sie möchte das weiterhin machen. Das habe ich an anderer Stelle auch schon mal gesagt, oder auch geschrieben, das kann ich nachvollziehen, auch in ihrer Art als Mensch, wie ich sie jetzt kennengelernt habe oder wie ich sie einschätze, dass es für sie eher, also natürlich auch persönlich eine riesengroße Enttäuschung war, wie dieses Turnier so dermaßen in die Hose gehen konnte und dass es ja wie eine Art unvollendete Aufgabe ist. Also dass ihre Ziele schon sehr groß sind und dass sie auch zu Recht mit diesem Kader davon ausgehen kann eigentlich, dass dieses EM-Finale an sich jetzt nicht was Einzigartiges war als Höhepunkt, Klammer auf, wenn man sich dann entsprechend auch darauf vorbereitet, Klammer zu. Aber dass der DFB in seiner Kommunikation wirklich gefühlt nicht mal ein Fingerschnipsen vergehen lässt, bevor Jyoti Szatsi-Alexiou und DFB-Präsident Bernd Neuendorf eine Jobgarantie aussprechen, dann im nächsten Atemzug aber zu sagen, wir werden das sehr grundsätzlich analysieren und umfassend analysieren, da gucke ich wieder drauf und denke mir, Freunde, dann kommuniziert es doch zumindest anders. Also welche Ernsthaftigkeit misst man dieser Analyse denn bei, wenn in meiner Auffassung, wenn ich wirklich analysiere, was ist alles schiefgegangen, dann muss ich das Ergebnis offen machen. Dann kann am Ende theoretisch das Ergebnis stehen. Es hat unter dieser Trainerin nicht die Entwicklung stattgefunden, die wir uns erhofft haben. Vielleicht müssen wir uns da neu aufstellen oder vielleicht müssen wir uns im Trainerteam neu aufstellen. Und da kommt man aber auch wieder zu einer Frage, die in die Zukunft gerichtet ist und auch in die Thematik reingeht, wie es diesem Verband gerade grundsätzlich geht. Ist natürlich auch eine Frage der Alternative. Wer könnte diese Aufgabe überhaupt übernehmen? Inwieweit nimmt man ausländische Trainer in Blick, Trainerinnen in Blick oder nicht? Das ist jetzt das nächste Fass. Das will ich jetzt nicht unbedingt aufmachen, außer du hast es eh vor, Max. Aber diese Analyse war auch wieder so, ich dachte, das ist komisch, wie man das kommuniziert. Also ich weiß es nicht. Mir ging es so, dass ich dachte, dann lass doch erstmal diese Analyse passieren. Und wenn man dann zum Ergebnis kommt, nee, mit Martina machen wir das weiter und wir glauben an die und wunderbar. Aber das Ergebnis oder die vermeintliche Konsequenz schon vorneweg auszuschließen, das fand ich schon interessant irgendwie. Ja, das habe ich auch ganz genauso gesehen. Und dazu kommt dann ja irgendwie auch noch, dass es so durch diese Vertragsverlängerungsthematik irgendwie dann auch noch so doppelt unglücklich wirkt, ne? Also sie hat diese erfolgreiche EM gespielt, hat direkt danach gesagt, sie würde gerne verlängern, langfristig. Dann hat man das ewig lange hinten rausgezogen und dann irgendwie so im Vorlauf zur WM, als es irgendwie gerade anfing, dass es wieder mehr
Ja, Zweifel gab es aus meiner Wahrnehmung heraus. In so eine Phase rein kam dann irgendwie plötzlich so diese Nachricht, so ja, wir haben jetzt irgendwie doch schon verlängert vor der WM, ohne jetzt irgendwie abzuwarten, was da das Ergebnis ist. Und das fand ich zu dem Zeitpunkt schon ein bisschen merkwürdig, aber jetzt im Nachhinein finde ich es dann halt irgendwie nochmal doppelt auffällig, weil ich sehe das genauso wie du. Also man muss halt so eine Analyseergebnis offen machen und das wirkt dann jetzt fast so ein bisschen wie, naja, wir haben uns jetzt ja vertraglich irgendwie schon drauf festgelegt und finanziell geht es uns gerade nicht so können wir gut. Uns nicht also, leisten, genau. Ja, genau. Das sogenannte Schalke-Prinzip, sorry, Annika. Irgendwann musste der Trainer halten. Ich hab's gesagt und dann fiel es mir erst einst vielleicht. Hertha hätte ich nennen sollen. Hertha wäre auch ein gutes Beispiel gewesen. Also im Männerbereich. Sie sind beide schuldig im Sinne der Anklage. Ja, aber das ist ja auch interessant, weil das ja auch so reproduzierte Fehler sind beim DFB. Also in dem Fall muss man ja dann Männernationalteam und Frauennationalteam dann auch miteinander betrachten, weil sie beide vom selben Verband sind. Und da hatten wir das auch schon. Vertragsverlängerung von Joachim Löw vor einem Turnier. Das Turnier läuft ganz, ganz fürchterlich. Und danach stehst du da und ja, führst dann aber auch so Nebendebatten, die mit dem Sportlichen so wenig zu tun haben. Und insgesamt gibt der DFB einfach, es ist so einfach, auf den DFB draufzuhauen, aus verschiedensten Gründen. Aber sie bieten auch zu viel Angriffsfläche. Also wie kann es zum Beispiel sein, Jana, dass Bernd Neuendorf nur fürs Achtelfinale packt? Er ist vorher gar nicht da. Und ich weiß noch, bei der Europameisterschaft wurde noch groß davon erzählt, das wurde damals, also da kann jetzt Bernd Neuendorf nichts für, aber das war bei der ARD damals eine Übertragung, da war er bei einem der Gruppenspiele, und da wurde noch betont, er habe extra seinen Urlaub unterbrochen, um jetzt dafür hier zu sein. Man dachte sich, ja, es ist halt auch einfach ein Turnier von einem Team des weltweit größten Verbandes, vielleicht ist es auch einfach seine Aufgabe, hier zu sein. Also Jana, wie kann sowas sein? Bei der WM in Katar, bei den Männern, habe ich Bernd Neuendorf viel zu oft auch schon vor den eigentlichen Spielen in Katar gesehen, wie er irgendwelche Pressekonferenzen gehalten hat. Und hier ist er jetzt nicht mal da, äußert sich dann natürlich trotzdem, muss er ja auch, in Hanau äußert er sich dann, spricht dann aber eine Jobgarantie aus, obwohl er kann ja auch gar nicht mal vor Ort irgendwie Eindrücke gesammelt haben, die ihm jetzt irgendwie dazu befähigt hätten zu sagen, Mensch, ich habe doch gesehen, dass es zwischen denen super läuft und das war jetzt einfach nur Pech oder was auch immer. Also wie ist sowas zu erklären oder ist es überhaupt irgendwie zu erklären? Das ist halt aus meiner Sicht halt, ne, da fängt es halt an mit der grandiosen Fehleinschätzung von so einem, also von der sportlichen Gemengelage grundsätzlich. Aber dass du als Verbandspräsident halt Prioritäten setzt, offensichtlich, die auch auf der Idee fußen. Ja, wir haben jetzt ja eine gute Europameisterschaft gespielt, da wird diese Gruppenphase ja jetzt ja wohl zumindest ein Klacks sein. Also ich glaube, das ist halt wieder so ein Symptom für vieles, was da im Moment im Argen liegt. Und was ich halt zum Beispiel sehr bezeichnend fand oder wo ich hellhörig geworden bin, ist, sich jetzt Xenia Šašić nach der WM auch tatsächlich sehr kritisch geäußert hat gegenüber dem DFB. Sie ist ja selber Vize mit. Das fand ich dann tatsächlich mal, das hatte ich jetzt so nicht unbedingt antizipiert, dass das so passieren würde. Wo sie halt gesagt hat, es darf halt nicht mehr so sein, dass die Frauen immer so nebenbei mitgemacht werden. Und mitgemacht werden sie ja unter anderem auch Status quo von Jyoti Szatsialekso als sportlicher Leiter Nationalteams sozusagen. Ne? Der teilt sich dann ja auf und dann macht er das Turnier, dann macht er das Turnier, dann macht er das Turnier. Und ständig irgendeine sportliche Enttäuschung erklären, der arme Kerl. Genau, zuletzt hat sich das sehr gehäuft und er selber betont auch immer, dass er ja schon seit 20 Jahren beim DFB ist. Also da muss man halt, glaube ich, auch mal hinterfragen, wie da diese Verbindungen zumindest auch sich darstellen, weil ich weiß, dass Ende des Jahres, glaube ich, er sich so geäußert hatte im Sinne von, ich gehe auf keinen Fall mit einer Trainerin ins Turnier, deren Vertrag ausläuft. Also das war quasi eigentlich ja, so hat man es wahrgenommen, nur Formsache, dass es passieren soll. Irgendwann wurde es unruhig, weil es nicht passierte. Also da hat man so gemerkt, so langsam scharrt die Bundestrainerin mit den Hufen. So, ne? Es war ja ein erfolgreicher Vorsommer und dann wäre das jetzt sozusagen, das macht man halt so. Ne? Man muss die Trainerin binden, damit die Personalie sozusagen nicht auch noch Unruhe reinbringt. Und
da muss man jetzt halt auch sich überlegen, inwiefern das so für einen Verband, der ja offensichtlich nicht finanziell im Moment gut aufgestellt ist, ob das dann noch so das Vorgehen von heutzutage sein sollte. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl, der Verband insgesamt gibt ein sehr chaotisches Bild ab. Man hat sehr viele Baustellen gerade, die man nicht bewältigt bekommt. Es gibt sehr viele Vakanzen, die eigentlich keine Vakanzen mehr sein dürften. Dann sickern Dinge durch an die Medien, wo man dann auch fragen muss, wer hat da Interesse dran, dass solche Dinge durchsickern und was dann dadurch passiert. Nehmen wir jetzt das Beispiel Nadine Kessler als potenzielle Nachfolgerin für Oliver Bierhoff. Auch da, also das ist so ein Gesamtbild, wo ich mich wirklich frage, jetzt kommt ja auch demnächst die Doku über das DFB-Scheitern in Katar raus. Ich glaube, da können wir uns alle noch gar nicht so richtig vorstellen, was da alles noch zutage treten wird. Und dieses Gesamtbild ist halt einfach schwierig. Und es ist halt so von außen betrachtet oder auch als Begleiterin des Frauenfußballs so schade einfach, weil man das Gefühl hat, man war jetzt gerade an so einem Punkt mit so einem positiven Momentum, wo man sagt, dieser Verband kann das so dringend gebrauchen. Jetzt müsste man eigentlich die Kräfte bündeln und zusehen, dass daraus was wächst. Und man hat also zumindest von außen betrachtet das Gefühl, dass das halt in sich komplett implodiert ist. Also diese große Chance, die sich da gegeben hat, ist auf so vielen Ebenen. Und dann nehme ich jetzt einfach auch mal die Bundesliga-Spitzenclubs mit rein. Ich sag nur Abstellungszoff mit dem FC Bayern. Mhm. Dass das auf so vielen Ebenen schiefgelaufen ist und ja, dass da so viel im Argen liegt, dass man gar nicht weiß, wo soll man jetzt anfangen. Man hat das Gefühl, wenn man ein Loch oder ein Feuerchen ausgetreten hat, dann poppt das nächste schon wieder auf. Und ja, letztendlich sind sozusagen die aufgerieben werden, halt im schlimmsten Fall sozusagen die Spielerinnen. Und ja, das ist wieder dieses Symbol von ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Und das ist wirklich ernüchternd und ermüdend. Und an der Stelle wollte ich noch ganz kurz einwerfen, weil wir den Namen jetzt noch gar nicht gespielt haben, und zwar Almut Schuld. Die wird ja jetzt tatsächlich auch gehandelt als jemand, der da ja frischen Wind reinbringen könnte als im Funktionärswesen. Da wollte ich auch noch einbringen, dass ich glaube, dass man da auch nicht unterschätzen darf, wie viel die dem Team vielleicht hinter den Kulissen gefehlt hat. Um da so ein gewisser Stabilitätsfaktor auch zu sein, integrativer Faktor und auch gerade so kommunikative Themen mit zu managen und so weiter. Für mich wäre es auch eine naheliegende Lösung, dass sie in irgendeiner Form, wie auch immer, da jetzt nah im Sportlichen versucht mitzuhelfen, dass das ja in irgendeiner Form in die richtigen Bahnen kommt und da ich will jetzt nicht sagen, sie soll ihre Karriere beenden, um Gottes Willen, das ist eine höchst persönliche Entscheidung. Aber ja, da, ihr würde ich zumindest zutrauen, dass sie die Integrität hat, dass sie ja das Standing hat und auch sich das Fachwissen draufschaufelt, das sie braucht in jeglicher Form, um da eine gute Rolle zu spielen. Das glaube ich eben auch. Und vor allem mit dem Wissen, was man jetzt hat, dass sie ja damals diesen Anstoß mitgegeben hat, ne? Also, dass sie zu diesem Team kam und das Gefühl hat, irgendwie ist gar nichts passiert. Ich fand es fast schon amüsant, dass sie gesagt hat, dieses Team spielt weder mit dem Trainerteam, noch spielt dieses Team gegen das Trainerteam. Irgendwie war das so eine Mischung und man war so im Chaos. Und sie hat ja den Anstoß, zumindest von dem, was kommuniziert wurde, gegeben, dass überhaupt dieser Prozess, der dann zu einer erfolgreichen EM geführt hat, dass der angestoßen wurde. Und das allein zeigt ja schon, die ist in dieses Team gekommen, hat genau begriffen, das und das läuft irgendwie nicht, hier muss was passieren, hat die Kommunikation angestoßen und dann ist was in Bewegung geraten, was sehr erfolgreich war. Deswegen finde ich absolut logisch, dass man über diese Person nachdenkt und alles, was Jana gerade beschrieben hat, trägt erneut zu dieser Faszination von mir bei, wie dieses Jahr nach so einer erfolgreichen EM so vergeben werden konnte. Und was ich noch nur als Anekdote sozusagen oder was man mitbekommen hat in Australien noch erzählen wollte, was in dieses Verbandsbild mit reinspielt. Mit dem deutschen Aus sind zumindest, soweit ich weiß, alle vom DFB abgereist. Also es gab am Samstag vor dem Finale einen FIFA-Kongress, da hat Nadine Kessler gesprochen, da waren Heike Ulrich und Doris Fitschen zu Besuch. Aber dieser Verband war bei dem Turnier ansonsten gar nicht mehr präsent. Das finde ich schon auch interessant. Vielleicht
ist es auf sowas Banales wie Kosten zurückzuführen, dann würde es dem Verband aber wirklich schon sehr miserabel gehen, wenn man nicht zumindest eine Person bei so einem Turnier lassen kann. Aber das ist eine Weltmeisterschaft, die nachweislich einen Effekt hatte im internationalen Frauenfußball. Und dass dann niemand vom DFB da ist, hat mich schon auch überrascht. Vor allem dann vor dem Hintergrund, dass es diese WM-Bewerbung gibt. Also ich finde auch, dass grundsätzlich jemand hätte hier sein müssen. Aber es gibt diese WM-Bewerbung zusammen mit Belgien und den Niederlanden. Und man hat die ganze Zeit gehört, dass der südafrikanische Präsident des Fußballverbandes hier war und sehr viele Hände geschüttelt hat. Und ja, also Südafrika bewirbt sich ja auch. Keine Ahnung, also alleine vor dem Hintergrund hätte schon jemand hier sein müssen, aber ich finde auch, um einfach generell irgendwie ein gutes Bild abzugeben, irgendwie Kontakte zu knüpfen und ja, irgendwie ja auch zu netzwerken. Also ich meine, das machen wir JournalistInnen untereinander auch, aber das machen ja auch diese ganzen Verbandsmenschen, um dann halt eben doch irgendwie nochmal zu gucken, was machen die vielleicht, wo wir uns irgendwie was abgucken können oder so. Also da läuft ja ganz viel dann auch einfach bei diesen Gesprächen zu informellen Anlässen, die halt rund um diese WM drumherum passieren, was man so in der Öffentlichkeit gar nicht unbedingt mitbekommt. Und das ist halt einfach eine vertane Chance auf allen Ebenen. Die nächste vertane Chance. Das ist das geheime, jetzt erst offengelegte Trinkspiel dieser Folge. Bei jeder vertanen Chance oder nicht nachvollziehbaren Entscheidung. Ein alkoholisches oder nicht alkoholisches Getränk eurer Wahl. Ja, vor allem, weil man ja auch den Eindruck hat, andere Nationen, andere Verbände machen Dinge anders als Deutschland. Also es geht nicht nur um besser und es geht nicht nur darum, dass andere, dass quasi die Enge in der Leistungsdichte, dass es dichter geworden ist, also dass quasi auch der Weltranglisten 25. jetzt ein spielerisches, taktisches Problem für dich sein kann, sondern man weiß ja, dass die Verbände durchaus unterschiedlich arbeiten und auch hier hätte ja der DFB die gewonnene Zeit, so kann man es ja auch sehen, nutzen können, um mal ins Gespräch zu kommen, hinter die Kulissen zu gucken, für die eigene Analyse vielleicht auch, die ja dann parallel schon laufen muss, um vielleicht selbst was mitzunehmen. Aber auch da hat man das Gefühl, und das bringt mich nämlich so zum letzten Kapitel letztlich dieser Sendung, nämlich der Frage, naja, was wird jetzt geschehen? Wie sind jetzt die nächsten Schritte? Weil sportlich geht es direkt weiter, die Olympia-Qualifikation, die über die Nations League ausgespielt wird. Aber wir haben ja danach noch weitere Turniere, unter anderem ja eventuell 2027 auch in Deutschland. Ich habe das Gefühl, vielleicht kannst du mal anfangen, Jana, wenn ich mir die Strategie Frauenfußball 27 angucke, die ja genau quasi mit diesem Jahresdatum einige Ziele vereinigt. Also zum Beispiel, man will Titel gewinnen im Verein und im Nationalteam. Sieht, glaube ich, bei Vereinen gerade besser aus als im Nationalteam. Man will 25% mehr Spielerinnen, Trainerinnen und Schiedsrichterinnen haben. Man möchte die mediale Reichweite verdoppeln. Und der Frauenanteil in Gremien des DFB soll auf mindestens 30% wachsen. Das sind die vier großen Ziele dieser Strategie, die eben bis 2027 umgesetzt sein soll. Wenn ich mir dann die Maßnahmen angucke, die da dann in dieser Präsentation, die so aussieht wie alle DFB-Präsentationen, aber das ist ein ganz eigenes Thema, dann habe ich das Gefühl, auch da guckt der Verband sehr viel auf sich und hat das Gefühl, letztlich, man hat jetzt diese unheimlich teuren DFB-Campus, der ist jetzt endlich da und jetzt muss alles aus diesem Campus heraus, muss jetzt umgesetzt werden. Und da werden jetzt neue Konzepte für Jugendfußball gemacht und da werden die TrainerInnen anders ausgebildet und da will man die Stützpunkte anders beliefern und daraus heraus soll dann eben dieser Wachstumsschub letztlich für den Frauenfußball kommen. Ist der DFB vielleicht ein bisschen zu sehr auf sich selbst zentriert? Ich glaube, dass das grundsätzlich eine Frage ist, die ich persönlich mit Ja beantworten würde. Ich spreche da gerne von so einer Elfenbeinturm-Thematik, wo ich ganz oft das Gefühl habe, da verliert man so ein bisschen den Blick fürs große Ganze. Ich bin mir sicher, dass es wie immer wirklich sehr motivierte und auch sehr, sehr gute Leute gibt, die da sicherlich gute Dinge bewirken wollen. Ich stelle halt in Frage, ob da vieles nicht vielleicht an entscheidenden Positionen so ein bisschen versandet und an dieses Problem, dass vieles zu zäh verläuft grundsätzlich. Was man anschieben möchte, dauert halt hier und da einfach zu lange, was dann immer diesen
Effekt sozusagen verstärkt oder diese Wahrnehmung verstärkt, dass man das Gefühl hat, man läuft der Musik halt hinterher. So, man hat das Gefühl, es dauert alles arg lange und ich glaube schon, dass man sich umschaut, was ist los und grundsätzlich diese Idee zu sagen, wir müssen uns jetzt mal wieder um ein großes Frauenfußballturnier bewerben, ist ja eigentlich auch begrüßenswert, so als Idee zu sagen, wir brauchen jetzt hier nochmal einen zusätzlichen Impuls und das wäre für uns der gute Anlass und als Konzept, relativ nachhaltiges Konzept mit kurzen Wegen, jetzt auch so als Gegenpol, sagen wir mal, zu dieser WM in zwei verschiedenen Ländern mit sehr weiten Wegen, ist das ja grundsätzlich eigentlich begrüßenswert. Ich stelle halt auch in Frage, inwiefern das sozusagen zu einem stabilen Konstrukt werden kann in den Umständen, wie dort teilweise man das Gefühl hat, wie langsam es vorangeht und wie viele Problemfelder immer wieder neu auftreten, weil man das Gefühl hat, dass sozusagen das große Ganze sich nie vollkommen entfalten kann, weil es an irgendeiner Stelle wieder sozusagen bricht. Und das ist, glaube ich, in anderen Verbänden, wenn wir jetzt nach Spanien gucken, haben die auch gewaltige Probleme und trotzdem Erfolg. Das will ich gar nicht in Abrede stellen und sagen, überall sonst ist alles tausendmal besser. Aber ich glaube schon, dass es da brachliegendes Potenzial gibt, wo man mit so ein bisschen mehr Weitsicht und mehr Weltoffenheit, sage ich jetzt ganz einfach mal so als platter Oberbegriff, wenn sich selber einen großen Gefallen tun würde und und schon alleine mit diesem Effekt, dass man das als Außenstehender nicht immer das Gefühl hat, werden die gleichen Fehler immer wieder gemacht. Alleine das ist ja eigentlich was, wofür hat man denn alles unter einem Dach, damit man miteinander spricht und sagt, hier, das war die Erfahrung, die braucht ihr jetzt so in dem Fall vielleicht nicht unbedingt nochmal ähnlich machen. Und das sind so Sachen, die muss man sich, glaube ich, wirklich ankreiden lassen, wo man sich halt als Außenstehender oft fragt, ist da manchmal so, sind da zu viele Köche am Werk oder braucht es halt auch gerade im Frauenfußball zum Beispiel halt eine Person, die so den Hut auf hat, wie ich das immer so versuche zu runterzubrechen, dass da jemand ist, der sozusagen als Chefin vom Ganzen auch wirklich den dann auch auf die sportlichen Belange von außen mal guckt und sagt, hier und da, das ist mein Input, dass man nicht das Gefühl hat, dass das in sich so verwachsen ist und man sich so ein bisschen wieder in seinem eigenen Saft wiederfindet. Das wären so meine Kritikpunkte, die in die Richtung gehen. Ich würde ganz vieles davon auf jeden Fall auch so sehen. Ich finde irgendwie ganz interessant, wenn man sich mit Leuten, die in der Bundesliga der Frauen arbeiten, so auf Management-Ebene, dass da halt ganz oft irgendwie dann auch sowas fällt off the record wie es gibt schon diese Orientierung nach außen, gerade nach England oder Spanien, aber es werden dann halt irgendwie Sachen einfach kopflos, also 1:1 vorgegeben, dass die hier auch so umgesetzt werden sollen, um irgendwelche Kennzahlen zu erreichen oder was auch immer. Aber es wird nicht angepasst darauf, dass die Gegebenheiten und die Umstände hier anders sind, als die in diesen Ländern und in diesen Ligen sind. Also, dass man halt irgendwie nur so diesen sehr oberflächlichen Blick halt eben irgendwie hat, aber das nicht so eine richtige, als Kulturwissenschaftlerin würde ich jetzt sagen, nicht so eine richtige interdisziplinäre Austauscharbeit da halt tatsächlich stattfindet. So. Und das, glaube ich, ist sowas, das sehr, also dass man auf den Fußball der Frauen und wie das im DFB organisiert ist, beziehen kann, aber irgendwie auch so auf den Verband insgesamt, ist jetzt so mein Eindruck von dann doch irgendwie relativ weit weg außen, weil das für mich irgendwie sehr viele der Problematiken erklären würde, die man da so seit Jahren sieht einfach. Das ist das eine. Und eigentlich wollte ich noch was anderes sagen, aber jetzt habe ich mich gerade irgendwie selber in einen Wurm geredet. Vielleicht fällt es mir gleich nochmal ein. Ich kreiere dir eine Pause mit meiner Aussage, in der du nochmal überlegen kannst, weil ich möchte auch keinem oder nicht allen DFB-Mitarbeitern jetzt Unrecht tun, aber für mich ist wieder dieser Punkt, was ich vorhin in Bezug auf die Herangehensweise des Frauenteams bei der WM an die Vorrunde gesagt habe, diese Überheblichkeit. Und ich glaube, dass das auch mit reinspielt bei dieser Verbandsarbeit an sich. Also dieses,
dass in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, dieselben Fehler werden wiederholt, dass aus bestimmten Turniererfahrungen kein Lerneffekt übertragen wird auf die Zukunft. Das ist ja zumindest der Eindruck, der ja ganz klar entsteht. Und das steht alles für mich in Zusammenhang mit einer Überheblichkeit, die vielleicht reinspielt, in Entscheidungen getroffen werden, in ein Selbstbild, das man hat, in ein Selbstverständnis, das man von sich hat und mit der an bestimmte Prozesse rangegangen wird. Und ich glaube, generell im Leben und sicherlich auch dem DFB würde da ein bisschen mehr Demut und, ich sage jetzt mal, Bodenständigkeit guttun, im Sinne von sich hinterfragen und wirklich immer diesen Anspruch zu haben, sich weiterzuentwickeln und dann aber auch tatsächlich mit einer Ernsthaftigkeit das anzugehen. Und wie gesagt, ich möchte jetzt nicht allen DFB-Mitarbeitern absprechen, dass das versucht wird, aber der öffentliche Eindruck, den haben wir jetzt ja alle beschrieben und der ist nun mal, wie er ist. Ja, das trifft tatsächlich ganz gut das, wo ich noch ansetzen wollte, weil ich glaube, das kommt sehr stark drauf an, über welche Ebene, Organisationsebene des DFB man da spricht. Ich denke, dass viele, die halt eher so nicht in der öffentlichen Wahrnehmung stehen, die eher so die ganze Fleißarbeit im Hintergrund machen, wirklich sehr, sehr engagiert sind und sich sehr hinterfragen und sehr reflektieren und aber in ihrer eigenen Abteilung oder auch in den übergeordneten Stufen dann halt einfach gegen Windmühlen kämpfen müssen teilweise. Und deswegen läuft dann halt alles so zäh und langsam. Ich bin deswegen zum Beispiel, was diesen Plan 2027 angeht, auch zwiegespalten, weil ja, sicher, man kann irgendwie sagen, das ist vielleicht nicht genug oder noch zu oberflächlich oder so. Aber im Vergleich zu allem, was davor kam, hat mich das, als das rauskam, tatsächlich gefreut, weil da endlich mal konkrete Ziele drinstehen, an denen man diesen Verband messen kann. Das ist eine große, positive Sache tatsächlich so. Das mag vielleicht uns so klein erscheinen, weil man sich immer noch mehr erwünscht und dass irgendwie noch andere Sachen da vielleicht drinstehen sollten oder irgendwie Sachen kleinteiliger formuliert sein sollten. Aber im Vergleich zu Wischiwaschi, ja, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass unsere Liga wächst, ist es ja was ganz anderes, wenn man da tatsächlich mal irgendwie feste Zahlen drinstehen hat. Und bei einigen davon wurde ja irgendwie gesagt, so ja, was irgendwie die Reichweite und Sichtbarkeit angeht, haben wir die jetzt irgendwie zum Teil schon erreicht. Das wird wahrscheinlich das sein, wo man sich jetzt in nächster Zeit immer sehr stark drauf berufen wird, weil das mit den internationalen Erfolgen halt nichts werden kann. Aber ja, also das ist halt zumindest was, wo wir dann ja auch irgendwie in der Beurteilung der Arbeit dieses Verbandes irgendwie mal so ein bisschen mitarbeiten können und wo man dann eigentlich eher sagen muss so, das ist toll, bitte mehr davon. Das ist ja auch das, was ich vorhin meinte, ne? Also der DFB ist das ja schon angegangen. Es ist ja nicht so, dass da jetzt irgendwie gar nichts gemacht wird. Da ist schon ein Problembewusstsein da und es wird schon auch versucht, was zu machen. Ich glaube vor allem deshalb vor diesem Hintergrund und wie ich dieses Team, dieses Trainerteam auch eingeschätzt hatte, ist eben vor allem diese Faszination, die ich jetzt schon zu Genüge erwähnt habe, aber weil es ist ja nicht so, dass man jetzt das Gefühl hat, auf dieses Frauenteam und auf die Frauenfußballentwicklung ist gar kein Plan da, ja, also das hoffe ich, dass wir da jetzt auch nicht den Eindruck erweckt haben, weil das ist ja nicht der Fall, aber gerade dann würde man eben, oder habe ich erwartet, dass dieses Turnier anders verläuft, vor allem im Auftreten, trotz aller Probleme. Ja, und ich glaube, dass da zwei Problematiken mit zusammenkommen, die man auf ganz vielen Ebenen des DFB findet. Das eine ist, dass logischerweise wegen der Struktur des DFB, die eben föderal ist, etwas, was nicht in ein PDF abgebildet werden kann, kann nicht umgesetzt werden im DFB. Also sprich, Joti Csákay-Alexo kann noch so oft sagen, sowohl im Männerfußball als auch im Frauenfußball, wir wollen SpielerInnen, die mehr ins Dribbling gehen, die sich individuell mehr zutrauen und so weiter und so fort. Ich wüsste nicht, wie das bei den DFB-Stützpunkten flächendeckend ankommen soll, wenn nicht jeder von diesen Stützpunkt-Trainerinnen und Trainern das ganz genauso sieht und auch schon genau weiß, wie er oder sie das für sich umsetzt. Also sprich, es muss immer irgendwie Handlungsanweisungen geben und das macht eben gewisse Bereiche des Fußballs nicht greifbar. Und das Lernen. Aber ist das nicht in jedem Verband so? Ja, aber da gibt es andere Strukturen. Wenn man sich eben zum Beispiel anguckt, Frankreich ist natürlich das große Gegenbeispiel mit Claire Fontaine, wo alle Spieler
dorthin gezogen werden, unter der Woche an den Wochenenden bei ihren Heimatclubs spielen, man auch erstmal nur eine Ausbildung für gewisse Jahre bekommt, in denen man auch besonders aufnahmefähig ist und wo es einen ganz klaren Ablauf gibt, wo im ersten Jahr, glaube ich, geht es nur um Ballbehandlung und Dribbling und erst im zweiten Jahr geht es dann um Passspiel und im dritten Jahr dann um sowas wie Taktik. Und hier in Deutschland ist es ja, wissen wir ja, erstmal wird verschieben geübt und gegen den Ball und so weiter und so fort. Also ich würde schon sagen, es ist anders bei den englischen Nationalverband, ist es auch ein bisschen anders organisiert, weil die Liga viel mehr drin hängt und damit auch die Nachwuchsleistungszentren der einzelnen Vereine da mehr eingebunden sind, nach dem, was ich gelesen habe. Das Einzige, wo ich nicht so firm bin, wie die Struktur ist, ist Spanien. Da kann ich es euch nicht genau sagen. Da sehe ich einfach nur, dass Spanien in Qualität des Passspiels Deutschland so haushoch überlegen ist inzwischen, sowohl in der Liga als auch im Nationalteam, dass es wirklich beängstigend ist, wie so eine Grundvoraussetzung. Gut, und du hast diese eine große Idee vom Fußball, die durchgezogen wird. Ne? Genau, die man ja auch nicht nur positiv sehen muss. Also hätte Spanien seine Chancen vergeben und England wäre Weltmeister geworden, dann hätten wir gesagt, ja, typisch Spanien, Mensch, die daddeln halt immer ein bisschen rum. Aber das ist eben das eine, dass eben du hast Ziele, die schwer zu vermitteln sind und da fehlt dann vielleicht auch dann die Figur, die das tun könnte. Also meinem Eindruck nach hatte man mit Matthias Sammer zeitweise jemanden, der sowohl kein Problem damit hatte, Türen einzurennen, als auch öffentlich so zu kommunizieren, dass es auch bis zur Basis angekommen ist. Und der zweite Aspekt ist, glaube ich, dass man immer eine Statistik finden kann, in der Deutschland Weltspitze ist und in der man kann immer zeigen, und das hätten auch wir jetzt machen können, wir hätten immer zeigen können, Mensch, das war doch so knapp. Expected Goals, irgendwie drittbestes Team nach Chancen pro Spiel und so weiter. Passquote, Ballbesitz, alles ganz super. Dass das aber es zu leicht macht, darüber hinwegzusehen, dass vielleicht grundsätzliche Dinge dann doch einfach nicht gut genug sind und zwar auch im Leistungsfußball, also nicht nur im Breitenfußball, sondern eben Passqualität, die Art und Weise, wie schnell gepasst wird, die Dribblingqualität, die Art und Weise, wie Chancen herausgespielt werden, das sind alles so Aspekte, da kann, also jeder im DFB kann mir sofort 13 Statistiken schicken, warum da Deutschland ganz toll ist. Mein subjektiver Eindruck ist, und ich habe ja wirklich sehr viel von dieser WM gesehen, es gibt nicht nur 5 Nationen, die da besser sind in vielen Bereichen, sondern es sind vielleicht sogar eher bei dem Turnier 10 gewesen, Minimum, die einfach in so ganz basalen fußballerischen Grundtugenden, Grundeigenschaften besser waren als Deutschland. Und ich glaube, das will man auch noch nicht so wirklich attackieren. Denn wenn ich mir angucke, wie die Trainerausbildung umgestellt wurde und wie man jetzt das Jugendfußballkonzept gegen alle Widerstände versucht umzusetzen, ist ja Wahnsinn, was da auf den Dörfern los ist. Das kriege ich in meiner Heimat so ein bisschen mit. Da gibt es Petitionen dagegen, dass da nicht mehr mit Ergebnissen gespielt werden soll und Hansi Flick findet das auch doof und so weiter und so fort. Aber man versucht das irgendwie umzudrücken, aber ich glaube, so ganz hat man noch nicht erkannt, dass es vielleicht an ganz, ganz grundlegenden Dingen sieht und die quasi nur die TrainerInnen vor Ort lösen können. Und die können das auch nur im Jugendalter lösen. Wenn irgendwann eine Spielerin in der U19 angekommen ist, dann wirst du gewisse Sachen nicht mehr verändern können. Dann kannst du an Feinheiten noch arbeiten, an Athletik kannst du arbeiten, aber ein gewisses Spielverständnis ist dann da oder ist es nicht da? War jetzt sehr konfus, was ich gesagt habe. Ist ein bisschen schwierig, darauf zu antworten. Ich weiß nicht, ob eine von euch da einen Anschlusspunkt findet. Ich verstehe, glaube ich, komplett, was du meinst. Also, weil. Ganz auch gar nicht so konfus. Nee. Danke. Eben. Und also für mich ist das irgendwie immer, ich glaube, da habe ich mich mit Noah drüber unterhalten, bei irgendeinem Spiel am Rande, dass es für mich irgendwie bezeichnend ist. Wenn man jetzt bei den Frauen bleibt, so, wir haben dann irgendwie immer so Wolfsburg als das Paradebeispiel in der Liga. Die haben das Champions League-Finale gegen Barcelona erreicht. Und wenn man sich dann aber da ja auch den Qualitätsunterschied angeguckt hat im Fußball in diesem Finale. Und dann hast du halt die Spielerinnen, die bei Wolfsburg Stamm spielen und den Kern dieses Nationalteams ausmachen und halt bei Wolfsburg sehr, sehr erfolgreich sind und das so gewohnt sind, aber halt mit einem Fußball, der international eigentlich, also für höchste Ansprüche, nicht immer so ganz ausreichend ist, gerade was sowas wie Passqualität angeht, was Positionsspiel angeht, was Spielverständnis angeht, wann bewege ich mich wohin, wann mache ich das nicht, wann bleibe ich stehen, wann muss ich blocken,
Also das wirkt sehr hölzern teilweise. Und das, also ich habe mich jetzt auf Wolfsburg bezogen, aber das kann man auf andere Teams genauso beziehen. Die einzigen, wo man jetzt irgendwie zuletzt eine etwas andere Entwicklung gesehen hat in der Liga, waren Bayern München, weil da halt der Trainer Alexander Strauß von außerhalb, kein Deutscher, mal was anderes reinbringt und versucht, das halt irgendwie da im Verein zu etablieren. So. Und das wird sicherlich auch noch eine Weile weitergehen, dieser Prozess. Da bin ich sehr gespannt drauf. Aber ja, also für mich ist irgendwie völlig klar, es braucht irgendwie mehr Einflüsse von außen und irgendwie in der Jugendausbildung, weil das ist definitiv so, dass man da ansetzen muss, mehr Bezug auf dieses spielerisch-technische. Also weil das, was ich bei dieser WM so herausragend fand, war nicht irgendwie Fortschritte bei Fitness, bei irgendwelchen, die gab es auch. Das ist ganz, ganz toll, dass man sich da auf einer Ebene bewegt. Aber was ich so herausragend fand, war, dass bei vielen Teams halt so ein super tolles Spielverständnis da war und vor allem halt auch eine richtig gute Spieltechnik. Wer hat dir da besonders gefallen? Also besonders viel Spaß gemacht in gewissen Phasen hat mir da Südafrika, Nigeria auch zum Teil, Kolumbien. Kolumbien habe ich jetzt halt irgendwie so mit am häufigsten gesehen bei der WM im Stadion. Und vielleicht, weil die Gruppen Erste geworden sind, liegt das vielleicht daran? Ja, vielleicht liegt es daran und an unserer Rasenfunk-WM-Planung. Der arrogante Rasenfunk hat mit dem Gruppensieg geplant. Ja, nee, aber ich fand das jetzt tatsächlich gar nicht so schlimm, weil erstens hatten die tollen Fans und zweitens haben die halt auch wirklich guten Fußball gespielt und es war interessant, denen zuzugucken und es war interessant zuzuschauen, wie sie sich halt auch immer wieder ein ganz kleines bisschen angepasst haben an diejenigen, gegen die sie spielen. Und also was es da für Abläufe gibt zwischen den Spielern und ja, manches davon ist dann taktisch vorgegeben, aber vieles davon ist halt auch einfach aus der Situation heraus ein Wissen, weil man das halt von Kindesbeinen auf so gespielt hat. Und ich sage extra gespielt hat und nicht gelernt hat, weil ich glaube, dass das bei vielen von denen sehr großer Faktor war. Also so, wie diese Art von Fußball ja auch irgendwie aussieht. So. Und dann geht man halt eben einfach mal in das Dribbling gegen drei, weil das hat man auf dem Bolzplatz auch gemacht. So. Und das, ich weiß, dass ich das jetzt sehr stammtischmäßig wahrscheinlich anhört, aber es ist halt wirklich ein Unterschied irgendwie. Also ich sehe das halt irgendwie auch so bei den Kindern bei uns aus dem Bekanntenkreis. Da gibt es halt irgendwie welche, die spielen im Verein und da gibt es welche, die spielen halt irgendwie nur in so einem Käfig-Dingens-Gestänge da halt irgendwie so. Und die spielen halt komplett anders. Tatsächlich so. Weil die einen kennen halt Vereinsfußball nicht und dass man sich dann irgendwie immer auf einer Linie bewegen muss. Aber die machen trotzdem intuitiv ganz viel von der Positionierung her richtig, was die anderen, die im Verein sind und vielleicht irgendwie besser durchtrainiert sind oder so, ja, da nicht so gut machen, auch wenn sie das dann immer schon eingeimpft bekommen. Ja, man kann deutschen Fußballspielenden oft beim Fußball, also beim Denken darüber, was sie jetzt gleich spielen wollen, nachsehen. Kann man ihnen zusehen, so meine ich das. Das ist vielleicht manchmal ein Problem. Aber da kommen wir jetzt in ganz andere Thematik rein, die vielleicht dann doch ein bisschen zu groß sind, dann selbst für diese Sendung. Abschließende Frage an euch drei, auch wenn ich das Gefühl habe, die Antwort schon so ein bisschen vorauszuahnen. Jana, du darfst mal anfangen. Also ich gehe davon aus, da wir jetzt auch so kurz immer nur über Martina Voss-Tecklenburg gesprochen haben. Ich denke, wir alle drei haben den Konsens, sie wird weitermachen als Bundestrainerin, trotz der Analyse, die da noch kommen wird. Was erwartest du jetzt von den nächsten Monaten? Es geht ja sportlich anspruchsvoll weiter. Gegen Dänemark, gegen Island und noch Wales ist man in der UEFA Nations League in der Gruppe. Man muss Gruppenerster werden, um sich fürs Halbfinale zu qualifizieren. Und sollte man das Finale erreichen, dann hätte man damit sein Olympiaticket gebucht. Das ist jetzt das sportliche Ziel. Was erwartest du jetzt von den kommenden Wochen und Monaten? Meinst du, was ich mir wünsche oder was ich glaube, was passiert? Was du glaubst, was passiert. Ach so, okay. Das Jana, der DFB hört doch jetzt hier zu und erfüllt dann deine Wünsche natürlich. Okay, komm, mach deine Wünsche. Nee, das ist, ich glaube, das wird dann so unrealistisch, dass wir hier, rosa Wölkchen durchs Bild anfangen zu fliegen. Ja, ich denke, dass man so ein bisschen sich darauf zurückziehen wird, dass es ja auch andere große Nationen schwer hatten bei diesem Turnier und sich dahinter so ein bisschen versteckt.
Was jetzt die Kernelemente sein sollen, ist mir selber noch so ein bisschen schleierhaft. Wenn es so ist, dass man sich darauf verlegt, dass man jetzt die Olympia-Qualifikation als kurzfristiges Ziel auslegt, dann wäre meine Erwartungshaltung, dass man auch entsprechend auftritt. Also dass man jetzt quasi nicht das große Rad dreht, sondern dass man versucht, aus der Mannschaft, die man jetzt hat, sozusagen das Optimum rauszuholen, dass man das, was diese WM vielleicht überlagert hat intern, so schnell wie möglich auszuräumen und sozusagen dann so auf den Reset-Button drückt und sagt, wir besinnen uns auf unsere Stärken. Wir können auch Pässe über 5 Meter nicht nur zur Hinterfrau oder zur Nebenfrau spielen, sondern auch mal nach vorne, dass man quasi sozusagen so auf das, den, sich auf seine Kernwerte besinnt und darauf versucht aufzubauen. Ob das gelingen kann unter diesen Umständen, ist für mich tatsächlich im Moment echt schleierhaft. Also ich finde diese Olympia-Qualifikation tatsächlich sehr schwierig. Ich finde die Gruppe auch nicht einfach für die Tatsache, wo man jetzt gerade steht als Mannschaft und in welchem Prozess man sich befindet. Und für mich stellt sich halt auch immer noch die Frage, gerade so in der Abwehrzentrale, wie geht's da weiter? Weil da haben wir ja 2 Spielerinnen mit Kathi Hendrich und Marina Hegering, wo man sagen muss, die spielen jetzt nicht mehr ewig lange Fußball und besinnt man sich dann sozusagen auf darauf, dass man da was Neues aufbaut, setzt man auch da lieber auf das Bewährte und hangeln sich sozusagen von einem Turnier oder einer Turnierqualifikation zur nächsten. Das ist für mich eine sehr spannende Frage, wo ich nicht weiß, was passiert. Wo ich mir relativ sicher bin, ist, dass Alex Popp weitermachen wird. Also, dass die weiterhin ein sehr zentraler Baustein bleibt dieser Mannschaft. Und das finde ich auch vollkommen in Ordnung. Ich glaube, dass man mit ihr sehr erfolgreich Fußball spielen kann. Das aber nicht heißen muss, dass man so eindimensional das angeht, wie das bei der WM teilweise ausgeschaut hat. So, das wäre so meine schnelle Zusammenfassung. Anna, was steht auf deinem Wunschzettel und was erwartest du? Ja, also ich glaube, dass es ganz zentral sein wird, die Balance hinzubekommen, dass es ein System und eine Formation gibt, wo wirklich absolute Sicherheit herrscht, also wo es keine Wackler gibt, wo es nicht schlimm ist, wenn man in Rückstand gerät, sondern wo wirklich eine Stabilität garantiert ist. Und dann, das erwarte ich auf dem Niveau vom deutschen Team, trotzdem taktisch flexibel reagiert wird auf kurzfristige Veränderungen oder Spielgeschehen. So. Aber ich glaube, die Balance ist wirklich zentral mit eben diesem Blick auf Stabilität. Und was ich mir wünschen würde, wenn stimmt, was wir gehört haben, dass dieses Trainerteam sich jetzt wirklich Zeit nimmt zur Kommunikation und zum Austausch mit den Spielerinnen, um diese Harmonie, und ich meine das wie gesagt nicht in einem Happy-Hippo-Land-Sinn, sondern einfach in einem grundguten Gefühl wiederherzustellen. Dass jede Spielerin, die Teil dieses Kaders ist, sich auch wirklich willkommen und gebraucht fühlt, wenn dem nicht so gewesen sein sollte, wie gesagt, aber dass diese Kommunikation, dass das direkt umgesetzt wird, weil es ist jetzt einfach wirklich nicht mehr viel Zeit. Olympia zu verspielen, wäre wieder ein großer Rückschritt. Und es ist verdammt schwer, Jana hat das jetzt ja schon gesagt, also die Plätze sind ja wirklich rar und es gab europäische Teams, man denke nur an Schweden und an England, die wesentlich stärker aufgetreten sind als die Deutschen. Oh, und man denke natürlich an Spanien, direkt vergessen. Und deswegen wird es enorm schwierig werden für die Deutschen. Und es ist jetzt, ich möchte diesen Satz eigentlich gar nicht aussprechen, aber die Grundlagen müssen jetzt einfach sitzen. Es ist nicht die Zeit jetzt für zu großen Revolte. Ich glaube, das muss irgendwie parallel auf einer Schiene geschehen. Aber dieser Fokus muss jetzt sehr, sehr stark darauf gelegt werden, meiner Meinung nach, dass Grundsätzliches passt und dass da keine Wackler drin sind und dass eben die Kommunikation zwischen Trainerteam und Kader, dass die makellos ist. Also soweit sie sein kann bei so vielen unterschiedlichen Charakteren. Aber ich glaube, das sind die 2 Basics, auf die es runterbrechen würde. Annika? Ich habe dem eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Also das wären so die Sachen, die ich mir auch wünschen würde, weil
um dann halt irgendwie vielleicht etwas pessimistischer die Gegenseite zu bringen. Ich sehe halt schon die Gefahr, dass diese Gruppe, wie Jana schon sagte, sehr, sehr schwierig ist, dass das defensiv starke Gegner sind, dass man sich da mit dem ja nicht so besonders tollen Offensivspiel zuletzt schwer tun wird, Tore zu schießen. Ich habe Wales vor der WM gegen die USA gesehen. Die USA haben sich sehr, sehr schwer getan gegen diese Abwehr. Und Island kennen wir auch. Ja, und deswegen, also ich glaube, was halt im schlimmsten Fall passieren kann, wenn jetzt alle diese Dinge nicht zutreffen, die ihr beide gesagt habt, ist, dass die Kommunikation weiter nicht gut ist und dass halt diese sportliche Entwicklung oder so positive Ergebnisse und positive Spieleindrücke nicht schnell genug kommen und dass sich dann halt diese Negativspirale weiter fortsetzt und dass man dann vielleicht das Gefühl bekommt von, vielleicht haben wir das verpasst, uns von dieser Trainerin zu trennen und dann macht man das irgendwie im Winter zu auch wieder irgendwie einem ganz doofen Zeitpunkt und dann nimmt das Ganze nämlich dann so eine andere komische Dominokette und das wäre dann auch wieder so ein Schalke-Effekt, wenn wir schon bei dem Treppenwitz wieder sind. Also das ist halt so die Gefahr, die ich sehe, wenn man jetzt nicht wirklich offen, wie ihr das beide beschrieben habt, arbeitet, kommuniziert, das angeht und halt da auch wirklich ja, streng auch mit sich selbst ist auf allen Ebenen. Das ist, glaube ich, der einzige Aspekt, in den ich nochmal einstimmen würde, weil alles andere habt ihr zu Genüge erklärt. Ich würde mir jetzt auch eine Offenheit und Stringenz in der Bewertung der eigenen Leistung wünschen. Mir war das bei vielen Länderspielen zu, eigentlich wollten wir so spielen, wir haben es nur in einzelnen Phasen geschafft, aber wir haben ja auch noch Zeit. Das war eigentlich immer so die Antwort auf alle Fragen zu, ja, warum haben sie denn jetzt knapp verloren oder warum habt ihr denn nur knapp gewonnen? Und wenn man gleichzeitig gefragt hat, was nehmt ihr euch vor, dann waren es auch immer dieselben Antworten. Und da würde ich mir schon wünschen, dass der DFB es auch mit den Verantwortlichen uns als Außenstehenden ein bisschen leichter macht zu wissen, worauf setzt man jetzt den Fokus. Geht es jetzt darum, im Mittelfeld eine richtige Formation zu finden und sich möglichst viele verschiedene Wege in den Strafraum zu suchen? Geht es darum, die Abwehr zu stabilisieren und die Abläufe gegen den Ball einzustudieren? Weil es kann ja nicht immer alles, also klar wünschen wir uns, dass man in einem Heimspiel gegen Brasilien die an die Wand spielt und 4:0 besiegt, aber das erwartet ja eigentlich auch keiner von uns. Aber wir vier, glaube ich, konnten trotzdem auch gar nicht so genau sagen, was war jetzt eigentlich der eigentliche Anspruch, jenseits von, wir wollen dieses Spiel gewinnen. Weil auch Spiele zu verlieren ist nicht schlimm, aber man muss ja wissen, was ist eigentlich das, woran wir gerade arbeiten. Und ich hatte das Gefühl, immer mal wieder gab es so Einblicke, worauf man Schwerpunkte gesetzt hat, gegen Sambia noch irgendwie, wir wollen sie verschieben und dann Bälle hinter die Kette verlagern und so weiter. Aber das sind immer wieder nur so Ansätze gewesen. Und da würde ich mir ein bisschen mehr Offenheit in der Kommunikation wünschen. Die kann ja auch abseits von Mikrofonen stattfinden. Ich verstehe, dass man den Gegner den taktischen Plan nicht verraten will und dann aber vor allem eine Strenge in der Bewertung und nicht immer nur, naja, manche Dinge waren schon ganz gut und an manchen Dingen müssen wir noch arbeiten. Das ist das, was mir gesamtübergreifend und auch bei den Frauen fehlt, dass man danach manchmal auch sagt, also das war einfach richtig scheiße. Muss man jetzt einfach so sagen, das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Wir hatten eine Idee, die ist überhaupt nicht aufgegangen. Jetzt müssen wir drüber sprechen, warum haben wir das nicht schneller im Spiel verändert? Ich glaube, so etwas kann man sagen, ohne danach komplett zerrissen zu werden. Denn die Berichterstattung ist ja schon eine differenzierte, finde ich eigentlich. Das würde ich mir wünschen und das soll es jetzt aber auch reichen, weil ich habe schon genug eurer Zeit beansprucht. Aber ich freue mich sehr, dass ich diese tolle Runde hatte. Vielen, vielen Dank an euch drei. Ganz herzlichen Dank an Anna Dreher, die ihr natürlich auch im SZ-Podcast und nun zum Sport hören könnt. Im Sportradio 360 warst du jetzt auch sehr häufig. Anna, sehr schön, dass du jetzt auch hier im Rasenfunk warst. Ich habe mich sehr gefreut. Vielen Dank. Und ich mich ebenso und ebenfalls sehr schön, dass Jana Lange hier war vom Sportinformationsdienst SID mit dem schönsten Hintergrund von uns allen. Nur die YouTube-HörerInnen wissen jetzt, wovon ich spreche. Jana, danke dir, dass du mit dabei warst. Ja, besten Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht, wie immer. Und dann natürlich ganz herzlichen Dank für ein sensationelles Turnier. Und weil es jetzt dann deine letzte WM-Sendung ist, wirklich Applaus, Annika. Vielen, vielen Dank. Du hast unheimlich viel Lob schon aus der Rasenfunk-Community bekommen. Sie haben dich dorthin geschickt und sie haben unglaublich von deiner Anwesenheit bei diesem Turnier profitiert. Wir wünschen dir, dass du jetzt ganz schnell sehr gesund wirst und dass du dann als Letzte in dieser Runde dann auch heil und gut hier nach Deutschland zurückkommst. Und auch, ach komm, ich wünsche dir auch, dass der FC Schalke dir nur noch positive Gefühle bereitet. Du hättest es verdient. Danke dir, Annika.
Dankeschön und danke und lieben Dank nochmal an alle Hörerinnen und Hörer. Und dem schließe ich mich an. Danke, dass ihr die WM-Berichterstattung so zahlreich konsumiert habt, dass ihr uns unterstützt habt auf rasenfunk.de/supportersclub. Das ist dann das Ende unserer Turnierberichterstattung. Das waren jetzt, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden, die wir gesammelt haben, aber doch so einige. Allein mit WM-Vorschau und jetzt dieser Sendung sind wir ja schon bei über 10. Das gibt's nur im Rasenfunk. Danke, dass ihr mit dabei wart und dass ihr das möglich macht, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald hier wieder in allen Formaten. Ihr wisst, wie ihr uns findet. Bleibt gesund. Ciao. Das war der Rasenfunk. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Rasenfunk unterstützen, ihr Knauser.